Hallo und herzlich willkommen hier in Bayerisch-Sibirien, in Hof, beim letzten Heimspiel der Hof-Jokers. Zu Gast sind die Aschaffenburg-Stallions. Mit mir ist hier Carsten Feig. Wieder mal vielen Dank dafür. Und wir begrüßen euch hier bei sommerlichen 29,7 Grad hier bei uns. Und ich sag Bayerische Bier, weil in Hof weiß man nie, wie das Wetter ist. In einer halben Stunde kann es auch schneien. Hier habe ich echt schon alles erlebt. Nee, alles gut. Der Platz schaut ein bisschen trocken aus. Wasser wird nicht schaden. Nee, wir freuen uns heute auf eine spannende Partie hier. Und wir freuen uns, dass ihr mit uns seid. Und ich versuche gerade verzweifelt hier den Livestream reinzubringen. Ich übergebe mal an den Carsten so lang. Ja, wir unterhalten uns einfach mal kurz über das, was sonst so läuft. Servus an dieser Stelle, schön, dass ihr da seid. Heute spielen die Erding Bulls gegen Rosenheim, die Jokers gegen Aschaffenburg und Königsbrunn gegen Augsburg. Also das einzige Spiel, Gruppe 1, heute hier. Es wird sich an der Tabelle im oberen, sagen wir in den oberen zwei Dritteln nicht mehr viel ändern. Die Aschaffenburg Stallions sind quasi sicher Zweiter. Und die Hof Jokers sind relativ sicher entweder Fünfter oder Sechster. Das heißt, die Jokers müssen dieses Spiel gewinnen, um nicht abzusteigen. Und dann käme es zum direkten Vergleich mit den Bayreuth Dragons. Möglicherweise. Und da haben die Jokers um einen Punkt die Nase vorn. Das heißt, geht das Spiel heute verloren, schaut schlecht aus. Wird das Spiel heute gewonnen hier in Hof, schaut schon ein bisschen besser aus. Das ist die Tabelle Gruppe 2. Die Nürnberg Hawks an der Spitze sind safe. Das heißt, sind Gruppensieger, werden auf jeden Fall in die Finalistenrunde einziehen. Dazu sage ich dann gleich noch ein bisschen was. Und in der Gruppe 3 sieht es auch relativ deutlich aus. Die Passau Pirates mit einer einwandfreien Bilanz, kein Spiel verloren. 308 zu 105 Punkte. Ich glaube nicht, dass Straubing das dann noch aufholt. Hier nochmal die Termine für die Aufstiegsrunde, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Die Erlangen Sharks sind gesetzt, die Passau Pirates sind gesetzt, die Nürnberg Hawks sind gesetzt. Die Terminabsprache wird noch stattfinden. Natürlich muss es der Verband dann alles noch absegnen, aber da rein punktemäßig sollte sich nichts mehr tun. Und hier nochmal, auch weil wir gerade drüber gesprochen haben, die Aufstiegs- und Abstiegsregeln. Also der erste von diesen drei Finalisten steigt in die Regionalliga auf, spielt jeder gegen jeden. Wer zwei Spiele gewinnt, hat gute Chancen. Wenn mehrere Teams zwei Spiele gewinnen, geht es wieder punktemäßig. Und beim Abstieg steigt der Letztplatzierte ab. Genau. Max, wie ist das? Wenn der Letztplatzierte jeder Gruppe absteigt, dann steigen ja drei Mannschaften ab. Es steigen drei Mannschaften ab und es steigen drei Mannschaften aus der Landesliga auf. Das sind ja auch drei Gruppen. Und dann wird es so sein, dass nächstes Jahr die Bayernliga auf 20 Mannschaften erhöht wird. Das heißt, dass dann im Endeffekt die Zweitplatzierten der Landesliga und die Absteiger aus der Bayernliga die Möglichkeit haben, den Antrag auf die Bayernliga zu stellen. Und der Spiel- und Sportausschuss wird dann entscheiden, wen sie als geeignetsten halten. Und dann wird praktisch die Bayernliga auf 20 Teams aufgefüllt. Und dann werden es 4x5 Teams sein mit 4 Gruppen. Jawohl, wieder was dazugelernt.
Gleich zu Beginn wieder unsere Bitte an uns, wenn euch unser Stream gefällt und ihr möchtet uns unterstützen, dann lasst uns ein Like da, teilt uns und unterstützt uns auch gerne finanziell, gern genommen. Und vielen Dank an alle, die die Möglichkeit schon wahrgenommen haben und gespendet haben. Hier sehen wir unsere Spender. Vielen Dank an euch allen, vor allem auch an diese Season Supporter, die wir hier haben, die Simone S. Und auch heute haben wir schon was bekommen von Milan. Danke auch dafür, das bringt uns natürlich alle vorwärts und hilft uns, diesen Stream für euch am Leben zu erhalten, der ja auch sehr viel bietet und auch sehr beliebt ist. Ich glaube, wir sind im Augenblick an Nummer 1, auch vor der GFL. Und leider ist es heute hier sehr, sehr windig. Wir mussten also alles festschnallen und festzurren. Das heißt, unsere Drohne wird sehr schwierig sein einzusetzen. Sie ist da, aber sie kann nicht eingesetzt werden, da es zu gefährlich ist, da wir ja auch irgendwo landen müssen und deswegen der Wind einfach so unberechenbar ist und mit solchen Böen kommt, er ist einfach nicht da. Aber wir haben dafür heute eine Suchkamera, glaube ich, noch extra im Einsatz. Hier sehen wir die Whitehead. Kannst du die Schiedsrichter mal einblenden? Der Andreas Kastner, der mit mir in Bayreuth kommentiert hat, danke dafür. Der Umpire ist der Marco Lux, der Lineman ist der Gerald Zimmermann, Line Judge Dennis Baumann und der Back Judge, ein alter Bekannter, der Bernd Merz. Und wir danken auch wieder Marco Lux, dass er für uns die Umpire-Kamera angezogen hat. Hier sehen wir sie. Ist auch nicht immer selbstverständlich. Danke vielmals dafür. Und so wie es ausschaut, sind wir dann gleich fertig für den Einlauf der Jokers. Wenn ich es richtig sehe, ist der Passcheck drüben schon vorbei. Hier nochmal unser Streamteam. Gut, der Carsten Feig fehlt hier noch im Kommentar. Aber an der 50 Yards ist der Tom Beck. Sideline-Kamera macht der Martin Weber. Gut, die Drohne ist nicht im Einsatz dafür. Die Suchkamera ist der Markus Kohlhäufel. Und hier ist der Einlauf der Hofjokers. Ihr letztes Heimspiel 2023. Und auch die Flaggen sind heute richtig rum. Ja. Im Einsatz. Du siehst, die Moral ist ungebrochen. Ja. Und so muss es auch sein. Ich komme leider im Live-Chat nicht in, in den Chat. Irgendwas mache ich falsch oder bin zu doof. Also ich bin noch dran, da zu arbeiten. Ah, der Daniel. Servus Daniel, der Quarterback von den Bamberg Bucks. Du bist in Weisenstadt und nicht hier. So weit ist es zwar jetzt auch nicht entfernt. Jetzt schau mal, dass du herkommst. Der Tizi. Ja, der Sebastian spielt heute wieder. Ihr wisst ja, sowohl in Aschaffenburg wie in Hof. Offense und Defense. Die Nummern variieren, je nachdem auf welcher Seite das er spielt. Deswegen können wir euch die genaue Nummer nicht nennen. Hier haben wir die Captains der Jokers auf dem Weg zum Coin Toss. Okay.
Der Whitehead überlässt den Gästen die Wahl. Suchen sich eine Seite der Münze aus, dann wirft er die Münze. Zuerst stellt er natürlich nochmal sein Team vor. Und der Gewinner darf sich dann die Seite aussuchen. Und der Verlierer darf sich aussuchen, ob er received oder kickt. Oder umgekehrt. Ich glaube umgekehrt. Aschaffenburg hat die Wahl gewonnen und wird in der ersten Halbzeit receiven. Jawohl. Also, Aschaffenburg möchte gerne mit der Offense anfangen. Das heißt, die Jokers werden den Ball kicken. Die Aschaffenburger werden receiven und werden dann den ersten Offense-Drive haben. Und dafür werden die Jokers in der zweiten Hälfte zuerst mit der Offense auf dem Platz stehen. Also es tut mir furchtbar leid, irgendwie komme ich heute nicht in den Chat. Irgendwie stelle ich mich zu doof an. Keine Ahnung, deswegen kann ich euch leider nicht so direkt im Chat antworten. Vielleicht kriege ich es noch irgendwie hin, aber ja, keine Ahnung, was ich falsch mache. So, der Ball wird platziert an der 35. Wie angekündigt, die Jokers kicken, verteilen sich gerade auf dem Feld. Sie haben Rückenwind beim Kicken, sollen wir vielleicht auch wissen. Feuer. Das ist ein sogenannter Touchback. Also im Prinzip so, als wäre der Ball direkt in der Endzone gelandet. Damit geht's für die Aschaffenburger an der 25-Yard-Linie los nach den College-Regeln. Ja, so ist es mit dem Rückenwind. Das ist sehr schwer zu berechnen. Der Ball fliegt immer viel weiter, als man meint. Und damit haben die Stallions das erste First Down auf ihrer Seite. Hofer Defense ist auf dem Feld und dementsprechend wird es hier laut im Stadion, wie sich das gehört. Hier kommt der erste Snap, Run über die rechte Seite, kann an der Line of Scrimmage ins Ausgezogen werden. Hier aus der Pistol. Schöner Handoff, sauber, sehr koordiniert. Und da löst sich die Nummer 33, der David Weber, und schnappt sich den Ballträger und setzt ihn auf den Bobbers. Kein Raumgewinn. 2. und 10. Lauf durch die Mitte, wird ebenfalls früh gestoppt. Sah aus, als wäre das ein Defensive Tackle gewesen, der da zuerst dran war. Hier das Replay von der Umpire-Kamera. Schöne Bilder. Ja, da sieht man es genau. Da sind drei Mann stehen da parat, um den Ballträger zu stoppen, um den Läufer zu stoppen. Schön. Und wir sind beim 3. und 9. Pass auf die rechte Seite, auf die Nummer 2. Der Jan Arnold hat er den Ball gefangen, hat 2-3 Yards gut gemacht und wir sind beim 4. und 5 für die Aschaffenburg Stallions. Sie punten, so wie es aussieht, und wenn sie punten, dann gegen den Wind. Ja, kam ein bisschen in den Rücken der Pass, kam nicht so ganz passgenau, hat trotzdem noch 2-3 Yards gemacht und wird hier gestoppt von der Nummer 56, dem Johannes Wellner, Middle Linebacker und Defense Coordinator. Ball kam in etwa runter an der 55.
Quatsch, an der 45, es gibt keine 55. Herrschaft, alles unter 40, was wir hier machen. Und der neue Drive der Jokers beginnt dementsprechend an der eigenen 42, 43, da so in der Gegend. Also ihr habt selber gesehen, der Punt war jetzt nicht besonders hoch, aber der ist halt auch voll gegen den Wind. Und deswegen war er auch relativ kurz. Und jetzt kommt die Jokers mit ihrer Offense das erste Mal aufs Feld. Beim letzten Spiel war ja die Offense der Jokers richtig gut, aber leider erst in der zweiten Halbzeit. Aber schauen wir mal, ob sie heute ein bisschen früher in Gang kommt. Sie starten mit einem Lauf, der schon mal für 4 Yards gut ist. Ja, oder 3 Yards ist. Aber hier ein schöner Vorblock ins Pulk und er bewegt die Beine weiter nach hinten. Jawohl. Somit haben wir den zweiten Down und 7. Und hier die Umpire Cam. Und ein neuer Lauf und da ist Platz für die 23. Jawohl, Rod Julian kommt hier auf ein neues First Down mit fast 10 Yards Raumgewinn. Ein schönes Loch aufgeblockt. Hier sehen wir es. Da geht es kurz auf und er lässt sich auch vom ersten Defense-Spieler nicht stoppen. Somit ein neuer Erster jetzt auf der 42-Yard-Linie der Stallions. Und im Sinne der Jokers kann man eigentlich nur hoffen, dass sie heute schon eher ins Laufen kommen, nicht erst zu spät, aber das war nichts. Die Nummer 66, wenn ich es richtig gesehen habe, Niklas Diederich stoppt hier den Lauf an der Line of Scrimmage. Hier im Replay sehen wir es. Der erste konnte noch, ja, vom ersten Tackle konnte er sich noch befreien, aber dann war die 66 da, kein weiteres Vorankommen mehr. Somit zweiter Down und immer noch 10. Und schauen wir, was jetzt kommt. Ein neuer Lauf, aber da sind sie jetzt auch vorbereitet. Dieses Mal lässt sich die Nummer 15, Dennis Weidt, nicht täuschen, hält ihn fest und zwar an der Hüfte abwärts, damit kein Vorwärtskommen, damit dritter Down und immer noch 10, kein weiterer Raumgewinn hier und da sehen wir es, ja, nichts zu machen für ihn, war auch ein, ja, hätte man vorne besser blocken sollen, bevor man ins Backfield blockt. Somit dritter und 10. Jetzt schauen wir mal, was jetzt kommt. Ein Blitz wird angezeigt und es kommt ein Pass. Aber er findet keinen Spieler. Und jetzt, ja, der ist gefangen. Und da ist er weg. Da ist er weg und ist in der Endzone. Die Nummer 1. Der Gildersleeve Jaden ist in der Endzone und schafft es tatsächlich mal für die Jokers im allerersten Drive, im ersten Quarter Punkte zu machen. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Lange. Also es schaut fast so aus, dass sie sich dieses Mal etwas besser zusammenreißen wie beim letzten Mal schon im ersten Drive Punkte. Kaum zu glauben, ist begeisternd. Ein Touchdown, 6 Punkte und jetzt kommt der Zusatzkick. Da sieht man mal, was passiert, wenn ein Pass bei den Jokers ankommt. Kann der erste seit 3 Spielen sein, aber gut. Gleich ein Touchdown. Sollte man öfter machen. Ja, hätte man das ganze Jahr machen können. Da müssten wir heute nicht so zittern. Aber der ist gut. Extra Punkt, gut. Point after Touchdown für Pat. Falls es einer nicht weiß, damit ein weiterer Punkt. Damit 7-0 für die Jokers im ersten Drive. Und jetzt wird die Touchdown-Kette übergeben, hoffe ich doch. Der ist auf dem Feld, der bleibt auf dem Feld, die 1. Okay.
dann machen wir das später. Wow, das ging mal schnell. Das waren wie viel? Dreimal Spielzüge hier vorne, ein First Down, 3, 4, 5, 6 Spielzüge und in der Endzone. Schöner Pass aus dem 3. und 10. So als hätte es nichts. Einfach mal rausgefeuert, auch schön angekommen. Tja. Mal was Neues und mal schön anzuschauen. Da haben die Aschaffenburger bestimmt nicht damit gerechnet, weil die diesjährige Jokers Offense ja doch sehr runlastig ist. Wieder ein Touchback erneut, das heißt, die Aschaffenburger fangen wieder an der 25 an mit dem Drive. Schöner, weiter Kick, natürlich halt auch mit dem Wind und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber an den Zelten kann man so ein bisschen sehen, an den Dachzelten, wie es hier doch stellenweise richtig weht. Wir müssen hier auch alles sichern. Also hier kann man fast nichts einfach so stehen lassen. Jawohl, die Offense der Stallions ist mittlerweile soweit. Hier findet noch die Defense-Nachbesprechung statt. Wieder ein Play aus der Pistol. Lauf über rechts von der Nummer 10. Der Nico Götz macht hier auch gut Raum gut. Also man sieht auch hier, das Outside Contain wurde zwar gehalten hier von den Hofjokers, doch leider haben dann die Linebacker direkt dahinter gefehlt. Deswegen konnte sich dann innerhalb des Outside Contains noch nach vorne bringen. Ja. Und 8 Yards beim Inside Run, so macht man das. Also die Aschaffenburger Offense ist hier noch nicht geschlagen. Wieder die Nummer 10, der Nico Götz, diesmal von sehr viel weiter hinten. Und wird in etwa an der Line of Scrimmage gestoppt. Also ein paar Inches vielleicht hat er gut gemacht. Na gut, man muss dazu sagen, er läuft gegen den Wind, ne? Und hier Gang Tackle, da liegt er einmal unter der halben Hofer Offense, Defense, Entschuldigung. Stelle ich mir beides unangenehm vor, aber in dem Fall war es die Defense. Und wir sind beim 3. und 2. Snap kommt ein bisschen tief. Schneller Pass auf links außen auf die Nummer 44. Und wird hier von der Nummer 37 der Jokers, dem Florian Rausch, rausgeschossen. Die 44 der Lukas Hertrampf. Hier sehen wir es nochmal. Schöner, schneller Pass nach außen. Kommt auch gut an. Vielleicht ein bisschen in den Rücken. Und den konnte er nicht kommen sehen. Und damit 4. Versuch und 3. Sogar Raumverlust in dem Fall. Und es ist bereits wieder das Ende des Aschaffenburger Drives. Das First Down steht noch aus. In den Gegenwind gepandelt. Dadurch kurz nach der 40 runtergekommen. Und an der 36 ungefähr beginnt der neue Drive. Ich habe heute echt nicht viel zu tun. Ihr seht auch richtig, wie der Ball schön nach vorne geht und dann oben auf einmal in der Luft den Drive verliert und gerade nach unten fällt. Ja, gut, das mit dem Wind ist nicht oft der Faktor, aber heute ist es wirklich richtig. Es geht noch nicht zurück, haben wir auch schon erlebt, aber es ist schon. Ich habe jetzt auch endlich wieder den Chat. Grüße an Roman, Let's Go Stallion, Servus aus Bamberg, Marcel Christel und der Antoine. Ich grüße euch zurück. Ich habe es endlich geschafft. Du weißt schon, der Techniktrottel. Und somit sind wir am ersten Versuch für die Hofjokers. Mal schauen, wie sie weiterarbeiten. Und sie machen so weiter, wie sie aufgehört haben. Die 23, die 20 dieses Mal. Der Kiesling Michael pumpt sich hier nach vorn. Noxi. Auch schöne Blocks, wie man hier sieht. Hier, schöne Blocks. Das Loch ist auf. Er braucht nicht viel Platz. Und es wird weiter geblockt, so wie man das machen soll. Und somit 2. Versuch und 4 Yards zu gehen.
Und Servus aus Bambang, der Antoine. Ja, ich grüße zurück, danke. Und hier wieder, die Line geht nach vorne, First Down und es war wieder die 20. Noxi. Da wird gearbeitet. Man merkt, heute ist irgendwie einfach auch mehr Drive bei den Tokers drin irgendwie so. Da wird am Block geblieben, da wird nach vorne getrieben. Hier seht ihr es, vier Mann von der Line, die wirklich nach vorne arbeiten und nicht nach dem ersten Kontakt aufhören. Und dann ist man auch erfolgreich. Es ist schön anzuschauen. Löscher lang, let's go Tokers. Wird ein klassisches 7-28 für die Tokers, schreibt er hier. Schauen wir mal. Hier war nichts zu holen. Hier war die, wer war das? Die 40. Maximilian Wurm war hier dran. Hat den Braten gerochen, sage ich mal. Hat den Lauf an der Line of Scrimmage gestoppt. Somit zweiter und 10 für die Tokers. Und auch die Zuschauer gehen heute irgendwie mehr mit. Es ist auch ziemlich voll hier, muss ich sagen. Viele Zuschauer, die noch das letzte Spiel unterstützen und die auch wissen, um was es geht. Jetzt kommt schon der Pass. Aber war der fangbar oder war der nicht fangbar? Mit einer Hand war er dran. Gut, wir sagen es noch nicht. Für unser Bullshit-Bingo. Hier kommt das Replay, jetzt können wir es uns nochmal anschauen. Und er war getippt, wenn mich nicht alt. Nein, nicht getippt. Ah, nee, unfangbar. In den Rücken geworfen. Vom Passempfänger war er getippt. Ja, vom Passempfänger. Alles gut. 84. Knöckel Gunnar. Somit sind wir jetzt beim vierten und sie spielen ihn aus. Das ist schon mutig und der Pass kommt an, aber die Auslinie ist das Freund der Defense, heißt es immer. Die Nummer 0, Hofmann Romano, kommt nicht durch. Und wir sehen hier das Replay. Hier schön nach außen. Da war er. Ach so, das war erst der dritte Versuch. Okay. Der Stiffarm ging daneben und die 27 ist nicht auf meiner Liste. Doch, Danny Fleischer. Danny Fleischer hat sich nicht blocken lassen und den Weg freigemacht. Und da ist er durch. Die Line arbeitet. Der vierte Versuch ausgespielt und sie sind durch. Die 25 war das. Enten Justin. Justin Enten? Justin Enten. Hier sehen wir es. Schön durchgepusht. Und somit das Risiko hat sich bezahlt gemacht. Ein neuer erster Versuch. Und es geht weiter für die Tokers. Und auch hier versucht er den Arm nochmal lang zu machen, der Justin. Und noch ein, zwei Yards dazu zu gewinnen. Zweiter und 9. Zweiter und 9 für die Tokers, die hier weiter am Ball bleiben. Also, schauen wir mal. Hier haben wir schon 4-Point-Stands der Defense Line, die hier. Die Nummer 13, der Blitz. Moritz Grutzert ist hier zur Stelle an der Line of Scrimmage und verhindert hier jeglichen Raumgewinn. Gut gerochen, hier kommt der Blitz durch und genau ins Gap. Und dann kein Entkommen. Er bleibt dran und dann kommt der Rest der Defense für den Gang-Tackle. Somit dritter Versuch und 9. Jetzt schauen wir mal, was kommt. Hier kommt, nein, ich sag's nicht, Titi. Und Lukas Weber sagt, Spiel geht aus wie der Super Bowl.
51. Schauen wir mal, ein langer Pass und ja, Doppeldeckung. Da hat er in zwei Defense-Leute geworfen. Die 84 hatte keine Chance. Der Gunnar Knöckel, wie wir hier sehen, waren sie zu zweit. Hier sind drei Receiver auf dem Weg. Er hätte den kurzen nehmen sollen, der war absolut frei. Aber da war die Doppeldeckung. Okay. Nico Gölz ist die 26, nicht die Nummer 10 bei den Stallions. Okay, gut. Danke. Und jetzt kommt der Panther Jokers. Schauen wir mal, wie es mit. Naja, er ist hoch, aber nicht weit. Aber er bounced in die richtige Richtung. Und damit wird er gestoppt von den Jokers an der 10-Yard-Linie. Gute Sache für die Defense. Und ich übergebe mal wieder an den Carsten. Ja, keine Punkte in dem Drive für die Jokers. Trotzdem schöner, interessanter Drive. Was wir gesehen haben, natürlich wieder sehr lauflastig. Der erfolgreiche Pass vom Anfang hat sich nicht fortgepflanzt. Und somit auch kein Touchdown. Und die Aschaffenburger sind wieder auf dem Feld. Man sieht, die sind heiß. Die wollen hier auf jeden Fall aufs Scoreboard. Und ich glaube, dass da auch was geht. Hier Raumverlust erzeugt durch den Johannes Wellner, der früh tackelt. Damit 2. und 11. Hier ist richtig Stimmung im Stadion. Der Jo Wellner, Head Coach, Defense Coordinator und Middle Linebacker, extraordinär. Und hier kommt ein Lauf über rechts von der Nummer 10. Auch wieder früh gestoppt, auch wieder Raumverlust. Fett diesmal. Der David Weber, die Nummer 33, hat hier den Tackle gemacht. Bin ich immer ein bisschen stolz drauf, wenn der David Weber einen raushaut. Den hatte ich noch als Jugendspieler. Super Outside Contain. Der ist nur nach Osten gelaufen. Hat auch im ersten Drive schon mal so einen rausgehauen. Hier kommt ein Pass auf links, auf die Nummer 2. Der kann den ersten Tackle schlagen, dem zweiten ausweichen. Und Nummer 3 und 4, das war's dann. Zuletzt war der Tim Richter und mit Unterstützung vom Johannes Wellner. Die haben das zusammen gemacht. Ende des ersten Spielviertels. Ja, schön gemacht. Damit für Jan Arnold kein Weg nach vorne. Ich würde sagen, das war kein First Down. Wir sehen es im Augenblick nicht, da das erste Quarter zu Ende ist und die Seiten gewechselt werden. Aber ich würde sagen, es hat ein viertes Down gegeben. Und wir haben gerade. Vierter und ungefähr fünf, denke ich. Ja, sowas. Und wir haben gerade auch gehört, wir hatten im kompletten ersten Viertel keine einzige Flagge. Ja, es ist ein sehr faires Spiel bisher. Gab ja auch nichts, worum man streiten muss. Die Jokers führen. Fertig aus. In dem Fall möchte ich euch nochmal bitten, verteilt bitte den Link nochmal. Wir haben im Moment 120 Zuschauer. Verteilt den Link, lasst uns ein Like da, nehmt das Abo. Ihr helft uns damit. Zumindest so weiter. Natürlich am besten, wenn ihr uns noch was spendet. Unsere Battle-App werden wir später nochmal einblenden. Oder vielleicht auch jetzt noch kurz, bis die Kette steht. Das hilft uns natürlich am meisten. Aber ansonsten zumindest ein Like, ein Abo, verteilt den Link
Und wir danken euch dafür. Und weiter geht's. Ja, wir sind beim vierten ungefähr sechs. Und es wird ein Punt, der etwa an der 40 runterkommt. Der Gunnar Knöckel lässt ihn fallen. Erstmal nimmt ihn dann wieder auf, läuft zurück an die 40, versucht es über außen, kann im ersten Tackle ausweichen, holt nochmal 5 Yards und kommt ungefähr an der eigenen 47 raus und damit wieder Ballbesitzwechsel und die Jokers Offense geht aufs Feld gegen und die Stallions Defense. Und wie ihr hier auch seht, der Punt der Stallions ist dieses Mal doppelt so weit wie die ersten zwei, weil er jetzt mit dem Wind kriegt. Also ihr seht, das ist definitiv. Danke euch vielmals. Ein Faktor heute bei diesem Spiel hier in Hof. Die 26 ist die nicht die 26, nicht über 10 bei den Stellen. Ja, das Dico Götz, danke. Ein Lauf hier und es geht nach vorne für die Jokers. Die Nummer 23 wieder am Ball, der Julian Rott. Die Nummer 10 ist der Nico Watch und die Nummer 26 ist der Nico Götz. Wir werden aufpassen, dass wir das nicht nochmal verwechseln. Danke und Entschuldigung dafür. Wir sind jetzt beim zweiten und sechs und uns verbläst unseren Monitor hier. Es ist unglaublich. Und ein Lauf. Und schaut euch an, wie er die Füße weiter bewegt. Und die Nummer 70 hier, die Offense Liner, den ich nicht auf meiner Liste habe, der hier treibt und seht und schiebt und schiebt und schiebt und auch die, wer ist es, die, ja, die nein, die noch dazu geschoben hat. Maximilian Benewitz habe ich hier nicht auf meiner Liste von den Jokers. 70 Max Benewitz. Outside Hof. Erste Timeout. Also die Hofer sortieren sich nochmal neu. Wir gehen in die Werbung. Bis gleich. Und AS, wir kriegen hier guten Abend aus Townsville. Verbleibende Spielzeit, eine 10 Minuten Abend 19 zurück. Sekunden. 10 Minuten und 9 Sekunden noch im zweiten Viertel. Der dritte Down und 2 Yards für die Jokers. Und wir sehen wieder 2 angezeigte Blitze. Und er kämpft, aber das waren zu viele. Da standen 5, 6, 7 rote Trikots, die ihn aufgehalten haben. Kein Vorwärtskommen für Julian Rott. Damit 4. Versuch und Inches, würde ich sagen. 4. und Inches. Und wenn sie so drauf sind wie vorhin, dann gehen sie dafür. Weil das sollten sie hinkriegen, so wie die heute spielen. Weil auch dieser Spielzug waren ja 2 Yards, die sie gemacht haben. Die messen nach. Ah, es wird nachgemessen. Sie sehen hier meine das Timeout, Zeichen. Wir messen nach. Ein Schiedsrichter-Timeout. Die
Ja, dafür ist die Kette ja da. Genau, es wird die Kette reingebracht und es wird nochmal nachgemessen. Falls sich jemand fragt, wie das funktioniert, es gibt so einen kleinen Haken an der Kette. Die wird auf die Linie, der wird auf die Linie gelegt, in dem Fall auf die 50-Yard-Linie, und dann kann man die Kette einmal quer übers Spielfeld übertragen. Bis dorthin, wo der Ball liegt. Einfach indem er diesen Anhänger auf der Linie lässt. Ihr seht hier, der Schiedsrichter, der in der Mitte steht, der hat diesen sogenannten Chain Marker. Das ist also dieser Marker, der genau auf einer Linie liegt, die bringt er jetzt nach innen. So, dann kann man sehen, ob der Ball mit der Spitze den vorderen Lollipop überquert hat oder ob er noch hinterm First Down liegt. Das sehen wir dann jetzt gleich. Hier seht ihr es, er geht jetzt hier genau auf die weiße Linie, legt den hin und dann wird die Kette nach vorne gezogen und es reicht locker. Das reicht locker. Gut, dass nachgemessen worden ist. Damit keiner Vierter und Inches, sondern ein neuer First Down für die Jokers, die damit sicher weitere vier Versuche haben. So macht es Spaß. Ja. Wir sehen hier schon die ersten Tänze, Sitztänze auf der Seite bei den Zuschauern. Okay, die Kette wird zurückgebracht und nach vorne gelegt, ein neuer Erster. Und weiter geht's. Und hier wird wieder, nein, kein Blitz angezeigt. Sie haben nur einen Linebacker da hinten. Und ein Pass zur Seite. Oh, der war zu weit nach hinten. Keine Chance, diesen Ball zu fangen für die 87. Okay. Marcel, der Gunnar Knöckel, wir sehen hier das Replay. Hier ist der zweite, er geht nach außen, die 84. Ja, nee, der kommt da nicht hin. Ich hab's noch nicht gesagt heute. Also, unser Bullshit-Bingo läuft, das wisst ihr wie immer. Somit zweiter Versuch und 10. Für die Jokers und die gehen wieder auf einen Pass und da kommt der Pitch nach außen und da ist Platz für ihn. Oh, nein, nein. Und er fummelt den Ball und er die 45 Marco Antonio Guadalupe Mercado sichert den Ball für die 49 war das. Okay, da ist der Name deutlich kürzer. Das ist der Luca Gallivoda. Er sichert den Ball. Und hier sehen wir es, der Pitch nach außen zur 25. Und da hat er eigentlich Platz, weil natürlich alle da reingegangen sind. Oh, und auch die 66 ist nicht schnell genug am Ball. Und damit wechselt das Angriffsrecht. Und die Stallions gehen, und hier kommt noch vom Corner Tate, auf geht Stallions, ein Gruß aus Minden in Nordrhein-Westfalen. Dritter Drive des Stallions, beziehungsweise der zweite Drive in dieser Viertel. Immer noch keine Flagge, haben wir gesehen. Der Pass ging quasi ins Aus. Weiß nicht, auf wen er da gezielt hat. Vielleicht wollte er einfach nur loswerden. Man sieht es hier, er hat Druck vom linken Defensive Tackle, obwohl den sieht er wahrscheinlich gar nicht. Haut ihn raus. Könnte auf die Nummer 83 gegangen sein. Und da war er weg. Und damit der 2. und 10. Kein Raumgewinn. Pass. Auf rechts. Früh gestoppt. Mit ein bisschen Glück 2 Yards Raumgewinn. Damit 3. und 8.
Da hat er den Ball gefangen, die Nummer 29, der Nicolas Gessler. Und da ist aber auch schon der Milan Kubek zur Stelle. Und nimmt sich der Sache an, stoppt die Vorwärtsbewegung und damit Spielzug abgepfiffen. Da kommt der Snap zum dritten Down. Quarterback unter Druck, haut schnell noch einen raus auf die Nummer 44. Was für ein Pass. Das hat er super gemacht. Muss man ihm lassen. Nummer 44 bleibt auf dem Feld liegen. Das ist der Lukas Hertrampf. Von dem haben wir heute auch schon die ein oder andere schöne Aktion gesehen. Die Oversideline kniet, während der Lukas schon wieder aufgestanden ist und auf den eigenen Füßen vom Feld geht. Wahrscheinlich war da einfach nur kurz die Luft weg. War natürlich auch ein schöner Tackle, muss man sagen. Sie kamen praktisch zu zweit oder zu dritt. Wir sehen es hier gleich nochmal. Ja, der Ball war lang in der Luft. Ne? Haut er unter Druck, haut er den raus. Pass genau in die Hände, ein bisschen hoch vielleicht. Aber er muss er über die Defense drüber werfen. Und die Nummer 11, der Sascha Schubert genannt, Bone. Und hier haben wir einen Lauf von der Nummer 29. Fummelt den Ball. Und so wie es aussieht, gehört er den Hofern, wenn er nicht vorher mit dem Knie unten war. Nein. Wir haben Ballbesitzwechsel. Der David Weber hat sich den Ball gesichert. Verletzter Spieler auf dem Feld, diesmal auf der Seite der Hofer. Das ist der Sascha Schubert, der da liegt, der Bone, der hat er gerade, von dem wir gerade die schöne Aktion gesehen haben. Ja, damit haben sich die Jokers aus ihrem eigenen Fumble keine Punkte zugelassen, sondern holen sich den Ball hier praktisch wieder zurück. Somit haben sie es selber gerettet, eigentlich ihr Fumble. Aber er steht schon wieder, da hat es halt kräftig gescheppelt und alle zum Ball. Da kannst du ja schon mal wehtun, wenn du ein bisschen blöd, ungünstig liest, dass Sascha Schubert... Ja, den Bone, den macht so schnell nichts kaputt. Da ist das so lange dabei und das bis jetzt durchgehalten. Verbleibende Spielzeit, 8 Minuten, 3 Sekunden. Ihr habt es gehört, wir haben noch 8 Minuten und 30, also noch genug Zeit. Hier seht ihr es, hier verliert ihr den Ball, ein Tackle auf den Ball. Der Jawohl. Ball ist weg und hier die Nummer 35 schmeißt sich über den Ball, dass keiner gewesen. Hinkommt. Der Markus Klein. Ist es diesmal der Markus Klein? Das letzte Mal habe ich Markus Klein gesagt, da war er im Urlaub. Ah, er ist wieder da. Oh je. Ich höre gerade, er ist verheiratet. Und hier da fährt man in Urlaub, denkt an nichts Böses. Alles Gute zum Geburtstag an der Stelle. Und wieder ein Wechsel. Kommt zurück und ist verheiratet. Mensch. Ein Turnover, das war ein Miss-Handoff, das hat nicht funktioniert. Und die 13 Rot, der Moritz Grustad, holt sich hier den Ball gleich wieder zurück. Was ist denn jetzt los? Ja, das war ein Miss-Handoff, das hat nicht funktioniert. Der konnte den Ball überhaupt nicht unter Kontrolle bringen. Wir sehen hier nochmal, zwei Blitze werden angezeigt. Jawohl, da kommt er. Und den lässt er fallen und zack. Unglaublich. Der Flo Jüngel, der Quarterback, greift sich da noch an den Kopf. Oder an den Helm, besser gesagt. Jetzt wieder die Offense der Stallions auf dem Feld. Falls ihr auch verwirrt seid, das sind die Roten. Der Snap kommt ein bisschen hoch. Und wir haben die erste Flagge des Spiels. Vor dem Spielzug. Fehlstart, Offense 69, 5 Yard Strafe, bleibt die 1. Damit erster Versuch und knackige 15 Yards für die Aschaffenburg Stallions. Vielleicht wollten sie einfach mal einen tiefen Pass spielen und haben mehr Platz gebraucht. Die Defense steht schon. Jetzt kommt die Offense.
Diesmal Undercenter Snap, täuscht die Ballübergabe an Running Back an und haut dann einen 25 Yard Pass auf die Nummer 82 raus, wenn ich das richtig gesehen habe, Nummer 83 auf den Keegan Jones. Was für ein Glück für die Jokers, Glück, was für ein Glück auch für die Jokers, weil da war wieder kein Mann hinter ihm. Schaut, wie der allein als letzter Mann auf dem Feld steht. Den, wenn er fängt, ist er weg. Ja, da muss man sagen, da hat eindeutig jemand gepennt. Aber er hat ihn ja weggefangen. Neuer Passversuch unter Druck. Unter Druck ist der Jan Ermisch, der Quarterback ist. Gar nicht mal so schlecht, muss man sagen. In dem Fall kommt der Ball allerdings nicht beim Empfänger an. Schneller Snap und aber Druck vom linken Defensive Tackle der Jokers. Es müsste der Noel Buckler sein, der sich da regelmäßig durch die Offense Line oder besser gesagt um die Offense Line rum tankt. Defensive End. Jetzt wieder ein Snap in die Pistol. Wir haben Trips Right, also drei mögliche Passempfänger auf der rechten Seite, aber er macht es selber. Er slidet zu einem Raumgewinn von etwa 8 Yards. Der Jan Emisch. Und damit sind wir beim 4. und 8 ungefähr. Ja, da sieht er eine Lücke. Will nicht warten, bis sich seine Passempfänger positioniert haben, sondern läuft selber raus, holt noch 8 Yards mit der Nummer. 4. Versuch. Auszeit, Aschaffenburg. Aber und Aschaffenburg nimmt eine Auszeit, um sich nochmal zu ordnen. Also da waren 4 Purple Trikots und da hat er sich gedacht, den Kontakt sucht er nicht. Somit sind wir beim 4. Versuch und 8 Yards. Ja, ich glaube, den Kontakt hätte ich auch nicht gesucht. Ich auch. Jawohl, der 4. wird ausgespielt. Macht auch relativ wenig Sinn zu kicken aus der Feldposition. Wir haben eine Flagge auf dem Feld. Das heißt, es war ein Freeride. Das war nämlich, so wie es aussah, nein. Offense? Defense? Nein, Offense. War Offense? Ja. Okay, also war es kein Freeride. Nein. Ich hätte erst gedacht, weil ich habe es nicht gesehen. Nee, die Offense-Line. Ja. Die Offense-Line zum zweiten Mal, kurz nacheinander. Haben wir beim ersten Versuch auch schon gesehen. Und damit allein in diesem Set of Downs 10 Yards verballert. Spielzug, Fehlstart der Offense. 5 Yards Strafe, bleibt die 4. Tja, ich würde sagen, hätten wir uns die letzten 4 Versuche gespart, wären wir in derselben Position gewesen. Aber das ist im Football halt einfach manchmal so. Wir sind beim 4. und 14. Oh, hier sehen wir die Flaggies. Wir bieten auch Flag Football an von 6 bis 14 Jahren hier bei den Jokers. Also wenn eure Kinder zu viel auf der Couch sitzen, schickt sie her. Machen wir. Der Ball geht ins Aus, beziehungsweise ins Nichts. Und damit Turnover und Downs, Ballbesitz, Wechsel. Und vom 4. und 14 zum 1. und 10 für die Jokers. Ja, ihr seht hier schön unter Druck und er hat nochmal versucht, hier diesen Wurf in die Mitte, der vorher so schön gefangen hat, die 44, der Lukas Herdrampf, aber dieses Mal gelingt es ihm nicht. Und ständig kommen bei der Pass Protection die Defensive Ends durch. Ja. Und zwar manchmal beide und das ist eigentlich schon bedenklich.
Also da würde ich mich ein bisschen unwohl fühlen. Drum wirft er auch so schnell. Ja. Also die Jokers mit ihrer Offense. Schauen wir mal, was jetzt noch passiert. Die 20, Michael Kiesling versucht hier durch die Mitte wieder mit einem Jahr Traumgewinn. Um nochmal zurückzukommen auf das Flag-Training. Das ist also ein kontaktloses Kennenlernen des Footballs. Sehr beliebt, wird jetzt auch olympisch, wird von der NFL unterstützt. Also, wenn eure Kids Bock haben auf Football, schickt sie zum Flag-Football. Und zweiter Versuch und 9 für die Jokers. Und wieder ein Blitz angezeigt. Und da ist er durch. Ah, die 20. Wenn da der Vorblocker, der Michael Kiesling, wenn da der Vorblocker diesen einen Mann noch genommen hätte, dann hätte das richtig gut ausschauen können. Aber hier sehen wir es, der Vorblocker. Schön geblockt. Hier ist der Weg frei. Und hier kommt er durchs Loch. Und jetzt den linken Mann genommen. Ja, nein, er läuft vorbei. Die 48 hätte er den geblockt. Da sehe ich dann viel Platz. Aber so konnte ihn die 44 Lukas Hertrampf wieder holen. Damit, wo sind wir denn? Dritter Versuch und 3 Yards zu gehen. Schauen wir mal, wieder ein Handoff. Und er kämpft sich durch. Ein Spin-Move nach hinten und wirft sich dann nochmal nach vorne. Und das schaut nach einem neuen First Down aus von der Nummer 20. Michael Kiesling holt das neue First Down. Wir haben ein Schiedsrichter-Timeout. Wir haben ein Schiedsrichter-Timeout. Und hier sehen wir es nochmal, wie der Kontakt kommt. Hier, schöner Block, rein in den Kontakt. Und hier der Spin-Move und dann einfach die Füße nach hinten weiter. Das ist ja, bilderbuchmäßig, der Einsatz und der Wille. Und hier unsere Battle-App. Helft uns, Leute, tut was für uns, dass wir euch das weiterbieten können. Wir haben auch hier Big Play Gully, Let's Go Stallions, auf geht's Jokers, Ballkontrolle vom Hans Dampfwurst, jawohl. Alles richtig und wir sehen, ein neuer First Down ist bereits von den Refs gezeichnet worden. Verbleibende Spielzeit 4 Minuten 42 Sekunden. Jawohl, 4:42 und der Spieler ist von selber vom Feld gekommen, also alles gut. Damit weiter für die Jokers, die sich wieder ganz langsam nach vorne wuchten, sage ich mal, in diesem Fall. Es ist ein wieder Blitze angezeigt und dieses Mal hat sich ein Offensliner bewegt. Die Frage ist, Spielzug, Fehlstart der Offense, Nummer 20, 5 Yards Strafe, wir bleiben bei der 1. Somit 5 Yards nach hinten. Jetzt ist schon die dritte Flag im zweiten Quarter, aber eigentlich nur Offside, also auch nichts Großartiges, Unkonzentriertheit. Also immer noch eine äußerst faire Partie hier. Aber damit erster Versuch und 15 Yards zu gehen. Dann schauen wir mal, wie sie weiterspielen. Wir hatten noch etwas über 4 Minuten, also noch genug Zeit. Hier werden wieder Blitze angezeigt. Und ja, der Run war genau in den Blitz. Überhaupt gar keine Chance, da nach vorne zu kommen. Wir werden es im Replay sehen. Er zeigt den Blitz an. Und so, da sehen wir es hier und genau in den Blitz. Die Nummer, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ist ja auch egal. Damit nicht viel Raumgewinn. 2. und 16, eher Raumverlust. Und jetzt kommt der Pass, aber das wird ein Sack.
von der Nummer 13, Moritz Grustadt, holt sich hier den Jokers Quarterback, der sehr unter Druck gerät, der keine Anspielstation findet. Und hier haben wir das Replay, hier seht ihr, der Druck kommt durch, wird noch aufgenommen, aber ja, der Outside, der Defense End kann nicht geblockt werden, kommt durch, holt sich den Quarterback. Damit haben wir 13 und lang, ich schätze mal 10, 20, 24 Yards. Jetzt bin ich mal gespannt und natürlich kommt jetzt kein Blitz, jetzt kommt die, er geht selber, er kommt bis zum First Down. Naja gut, er kommt bis zur Line of Scrimmage, sorry, von Grundplatz. Oh, was ist hier los? Jungs, bleibt ruhig, ganz ruhig. Aber er hat immerhin, ich würde mal sagen, fast 20 Yards gut gemacht. Aber damit vierter Versuch und noch 4 Yards zu gehen. Wir sind... Meine Auszeit, 2 Minuten Warnung, bei genau 2 Minuten Waterbreak. Also, wir haben noch ganz genau 2 Minuten, das ist die 2-Minute Warning. Wir haben noch mal ein Waterbreak. Das war ein schlechter Snap für den Punt. Bringt er noch weg, aber gerade noch so halb notwendig. Ein Block in the back, vollkommen unnötig. Ja, wie auch immer. Also das, der Snap konnte nicht gefangen werden. Dann kam hier noch der Block in the back. Warum auch immer. Hier das Replay, hier der Snap. Zu tief, kann ihn nicht aufnehmen. Dann kommen hier 3 Mann durch und gerade noch, dass er los wird. Und hier sehen wir, ja, nee, wir sehen es. Nach dem Punt, illegaler Block in den Rücken, 25 Hof, vom End of Run, 10 Yards, erster Versuch Aschaffenburg. Damit geben sie den Aschaffenburger nochmal die Möglichkeit. End of Run plus 10 Yards. Ja, jetzt schauen wir mal, wo die Aschaffenburger Offense da drauf kommt. Verbleibende Spielzeit 1 Minute 45. Also 1 Minute 45 noch zu spielen im zweiten Viertel. Und wir haben First Down an der eigenen 44 der Aschaffenburg Stallions. Die Nummer 29 läuft über links, macht beinahe das First Down, also 2. Versuch und 1. Die Nummer 29 ist der Nikolas Gessler. Das war ein schöner Lauf, Nikolas. Zack, bumm. Blockarbeit ist auch gut. Ich sehe da zwar ein Holding, aber so gravierend war es nicht. Und wird gestoppt vom Johannes Wellner, der sich da auch ärgert über diesen Raumgewinn der Aschaffenburger. Kann man verstehen, der möchte jetzt nicht kurz vor der Hälfte noch einen Touchdown kassieren. Hier lässt er ihn fallen, gerade habe ich ihn gelobt. Mensch, ich hätte es lassen sollen. Ich glaube, die Nummer 2, der Jan Arnold, ist da noch dran, kann den Ball für die Aschaffenburger wieder sichern, aber natürlich ein Wahnsinnsraumverlust zum 3. Versuch und ungefähr 9. Also 8 Yards Raumverlust. Da sieht man mal, was das ausmacht, wenn man so einen Ball fallen lässt. Deswegen an dieser Stelle
an alle Running Backs und überhaupt Offensive Backfield. Immer schön zum Training kommen. Wir kommen wieder ein schöner, schneller Pass auf die rechte Seite zum First Down, auf die Nummer 44, den Lukas Hertrampf. Oh, da habe ich mich ein bisschen geirrt oder verschätzt. Das war doch kein First Down. Vierter Versuch und eins. Und ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass der ausgespielt wird. Haben wir eine Flagge oder haben wir keine Flagge? Ich sehe keine. Ich auch nicht. Da haben wir im Zweifelsfall einfach keine. Oder? Doch, wir haben eine. Ah. Offside. Gegen die Defense. Diese Strafe wird abgelehnt. Ergebnis ist ein neuer First Down. Das erste nicht Offside. Verbleibende Spielzeit 14 Sekunden. Also. Die Nummer 45 auf der Hofer Seite. Der Walle war da ein bisschen übermotiviert, aber die Strafe wurde abgelehnt. First Down ist das Ergebnis des Spielzugs. Also habe ich es doch richtig gesehen. Sag ich doch, hört halt auf mich. Und damit fangen die Stallions ihren ersten Versuch an der 45 der Jokers an. Noch ein weiter Weg zu gehen. Nicht vergessen, die erste Hälfte endet bald. Aber die Nummer 23 nimmt hier schon mal gut 20 Yards weg oder knapp 20 Yards und läuft bis hinter die 30. Aber er läuft jetzt aus. Während des Laufs ist die Spielzeit abgelaufen, somit Halbzeit. Boah, ich wollte gerade sagen, er war lange unterwegs und 14 Sekunden sind halt einmal schnell vorbei. Und genau. Ihr seht es. Damit ist die zweite Hälfte rum. Also schöner Raumgewinn, auch ein schöner Run. Wäre durchgekommen bis zur Endzone, wäre das natürlich geil gewesen für die Aschaffenburger. Aber in dem Fall Pech gehabt. Und wir hören uns in 15 Minuten wieder. Mit der Offense der Jokers. Geht pinkeln so lang, verteilt unseren Link nochmal, liked uns, streamt uns, spendet uns. Wir sind, glaube ich, gerade bei 144 Zuschauern. Komm, das toppen wir heute noch ein wenig. Auf geht's, Leute. Genau, also einfach mal 10 und dann sind wir zufrieden.
leider unser Scarlett-Team verlässt. Wir sind natürlich sehr traurig, weil du hast die Kids immer sehr motiviert mit deiner offenen und lockeren, lustigen Art, hast immer ein Lachen aufgesetzt. Dennoch wünschen wir dir für dein Auslandsjahr in Dänemark alles, alles Liebe und Gute. Und ich hoffe, du wirst uns das ein oder andere Mal vielleicht wieder auf einem Auftritt begleiten. Lieben Dank für die schöne Zeit und alles Gute. So, vielen Dank für den grandiosen Auftritt. Wir hoffen, dass wir euch nächstes Jahr wieder auf unseren Heimspielen begrüßen dürfen. Vielen Dank, dass ihr fleißig zu uns kommt und auch mit unterstützt in der Halbzeitshow. Noch einmal großen Applaus für die Starlet! Und jetzt seid ihr das in Bratwurst, Steaks, Bier, alles natürlich Merch nicht vergessen. Bis gleich. Jetzt hat, ja. Ich höre dich. Wunderbar. Und mich höre ich auch. Ich höre mich. Also wir haben heute auch mehr Zuschauer im Livestream als sonst und auch hier mehr Zuschauer im Stadion. Es ist also doch bekannt, dass es um was geht. Und hier ist auch die Unterstützung. Wir haben hier auch noch weitere Einträge im Chat. Der Lars schreibt, kaum im Urlaub angekommen, erstmal den Livestream angemacht. Auf geht's, Stelliens. Lukas schreibt gerne eure Tipps in den Chat. Also, ja,
ist. Es geht weiter. Die Refs sind auf dem Feld. Die Refs sind auf dem Feld und die Teams kommen aufs Feld. Und wie nachdem ja die Stallions den Ball in der ersten Halbzeit bekommen haben, bekommen jetzt die Jokers zu Beginn der zweiten Halbzeit als erstes den Ball. Und die Stallions kicken gegen den Wind. Die Stallions kicken gegen den Wind. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, verteilt den Link, lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal, damit helft ihr uns am meisten. Oder natürlich mit der schönen Spende. Also, der Ref gibt die zweite Halbzeit frei. Damit kann es losgehen. Der Kick geht gegen den Wind. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Tiefer Kick. Oh. Holt euch den Ball, der ist frei. Jawohl, damit hat er ihn. Und zurück. Aber nicht. Jawohl. Immerhin bis zur gut 25 zurückgetragen. Damit die Jokers Offense mit ihrem First Down auf ihrer eigenen 25-Yard-Linie. Und weiter geht's mit dem ersten Versuch. Zu Beginn der zweiten Halbzeit. Es steht nach wie vor 0-7. Also Stallions at Jokers, deshalb der Gast als erstes. Wie ihr bereits ja alle wisst. Okay, wir haben hier 4 Receiver, sehe ich. Und einer wird noch nach rechts rüber geschickt. Damit haben wir 3 auf der rechten Seite, einen auf der linken Seite. Und das dauert zu viel Zeit. Es ist kein Delay of Game, es ist ein Timeout genommen worden, rechtzeitig noch, bevor das Delay geschmissen hätte. Damit das erste Timeout für die Jokers schon weg. Da hat die Aufstellung nicht gepasst. Das sah nach dem Trips Right aus. Ja. Also 3 Receiver, 3 mögliche Ballempfänger auf der rechten Seite. Sah gewaltig nach einem Pass aus. Hätte mich jetzt mal interessiert. Ist natürlich, muss ich jetzt leider sagen, ich sag's mal so, wie es ist, scheiße, wenn ich in der Pause mit meinem allerersten Spielzug schon nicht weiß, wie ich mich aufstellen muss. Lässt mich jetzt nicht so hoffen wie nach dem ersten Drive in der ersten Halbzeit. Naja gut, da war erst der 3 Receiver auf der rechten Seite, möglicherweise weiß wenigstens einer, wo er hinläuft. Ja. Und dann der Versuch, ihn noch rüber zu schicken, das hat natürlich alles viel zu lang gedauert und bevor sie die 5 Yard Strafe nehmen, haben sie gedacht, sie nehmen eine Timeout. Kann natürlich am Ende des Spiels immer ausschlaggebend sein in den letzten 2 Minuten, aber es ist, wie es ist. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ein Offside, damit geht es auch 5 Yards nach hinten. Strafe bleibt die 1. Also der Start in die zweite Halbzeit ist alles andere als vielversprechend. Reißt euch ja wegen am Riemen jetzt. Es geht um nicht weniger als um den Verbleib in der Bayernliga. Also nichts rum. 7-0 ist gar nichts. Ja, das ist gar nichts. Und da kommt der Pass, aber er findet doch. Und er wird getippt. Der war auch ganz knapp am Sack. Ihr werdet es gleich sehen. Hier kommt der End wieder durch. Und gerade noch, dass er ihn wegbringt. Aber halt eigentlich eher zum Defense-Mann. Das war die 65, Daniel Hein, wenn ich das richtig gesehen habe. Der den Ball hier wegtippt. Damit am
zweiten Versuch und 15 Yards. Doppel-Receiver auf jeder Seite. Und trotzdem kommt der Lauf durch die Mitte. Aber aufgepasst von den Line, kein Durchkommen für den Julian Rott hier. Wir sehen es im Replay, hier ist auch die 40, die den Blitzer anzeigt. Und dann kommt wieder der Outside Lineman, der irgendwie vollkommen ungeblockt, der Matteo Madagile, wenn ich das richtig ausspreche, da reinkommt. Damit sind wir beim 3. und 13. Und jetzt wird es knapp. Und ihr hört es, da draußen steht eine richtig fette, geile Harley. Aber das war wieder nichts. Gut aufgepasst. Defense End, wenn ich richtig sehe. Hier sehen wir es. Ja. Ja, da war unfangbar. So, damit natürlich der Punt auf der eigenen 25-Yard-Linie im 4. Versuch und 13 Yards, macht es keinen Sinn, den auszuspielen. Aber dieses Mal kommt der Pass an, ein schöner, hoher Punt. Und der bounced und bounced und bounced. Das war mal ein 25 und 25 sind 50. Das war mal ein guter 55 Yard Punt mit dem Wind. Von der eigenen 25 bis zur gegnerischen 25 sind meiner Meinung nach sind 50 und dann nochmal bis zur 10, okay, sind 60 Yards. 25 plus 40, 65 Yards, hat er schön gemacht. Wie gut, dass es Leute hier gibt, die rechnen können neben mir. So ich bin tue ich das nicht so, allein. Ich tue das so. Ich habe jetzt mit dem Taschenrechner gemacht. So, jetzt allein. Jetzt sehen wir die Offense des Stallions wieder auf dem Feld. Besprechen sich hier gerade noch, was sie denn als erstes schönes spielen. Und jetzt kommt die Offense Line an die Line of Scrimmage. Under Center Snap. Gut gegangen. Handoff. Oh, noch ein Handoff. Ein Reverse. Von der Nummer 10 auf die Nummer 18, den Ferdinand Stark. Allerdings hat es nicht so viel gebracht, wie jetzt vermutlich geplant war. Mehr ein Yard Raumgewinn. Also die Stallions sind noch an der eigenen 11. Mehr seitwärts gelaufen wie nach vorne. Hauptsache Yards gemacht, ist doch egal. Ja. Egal ob nach hier rechts oder nach vorne. Mensch. Vom Christian Peschel, meinem letzten Co-Kommentator. Grüße an das ganze Livestream-Team. Top Bild und Ton und Max wie immer. Danke dir. Noch anders. Diesmal behält er selber. Versucht auf die 44 zu passen, kurz vor der Line of Scrimmage noch. Der Ball kommt allerdings nicht an. Da hatte Jan den guten Plan gehabt, der aber leider auch beim zweiten Versuch nicht funktioniert hat. Wieder kein Raumgewinn. Damit 3. und 9. Und der Dominik Konopka hat das gemacht, was man von ihm erwartet. Er hat den Ball nach unten gedroschen. Unfangbar für jeden weiteren Spieler. Seine Aufgabe. Und damit sind wir schon wieder beim 3. Versuch. Handoff auf die Nummer 10. Den Nico Walch, der hier versucht, sich durchzutanken. Aber auch wieder nur ein Yard schafft. Damit 4. und 8. Und das macht natürlich wenig Sinn, den 4. Versuch jetzt an der Feldposition auszuspielen mit 8 Yards, die man noch überbrücken muss. Also wird es vermutlich ein 3 and out. Aber jetzt kommt der Kick gegen den Wind. Schauen wir mal, wie es geht. Hier kommt der lange Snap. Genau, Kick gegen den Wind. Kommt noch vor der 30 runter. Bounced ins Aus. Und damit neuer Drive für die Hofjokers an der 28-Yard-Linie der Aschaffenburg Stallions. Das ist der kürzeste Drive bis jetzt. Und wir sehen es. Und ausgezeichnete Feldposition. In der Wiederholung vielleicht nochmal, wie der Ball nach vorne geht und in der Luft stehen bleibt und dann eigentlich
wieder ein bisschen zurückgeht. Das ist das Problem heute mit dem Wind. Ja, das ist wirklich ein konstanter, kräftiger Wind, der hier weht. Ihr seht drüben die Flagge, wie die im Wind fightet. Und damit First Down jetzt auf der 28-Yard-Linie der Stallions für die Chokers. Und ein schöner Sack von der Nummer 26, Nico Gölz, der hier fast ungeblockt einfach durchkommt. Ich weiß nicht, wie das genau passiert ist. Im Replay sehen wir es. Hier außen, die 53 geht nach innen zum Doppelblock. Der Running Back, die 20, kommt nicht richtig hin und er läuft ihm genau rein, der Quarterback. Ja, das wollte ich jetzt nicht so direkt sagen, aber damit haben wir 2. und 20. Die Chokers gehen freiwillig weiter nach hinten und der nächste Passversuch und fast intercepted. Deswegen spielst du Defense, aber deine Aufgabe erledigt. Die Nummer 26 wieder der Nico Götz. Wir sehen sie im Replay, beide Hände dort. Keine Hände, keine Kekse, aber er war auch sehr riskant geworfen. Ja, gut, ein bisschen hoch, aber Gott sei Dank für die Chokers, dass der nicht gefangen wird, wurde somit 3. und 20. Also hier kommen beide Teams aus der Halbzeit etwas schläfrig, ja, unkonzentriert. Lahmarschig war das Wort, was du gesucht hast. Ja, danke. Aber er flog jetzt selber. Und da geht er. Los, da geht er und da ist er weg. Er macht dann doch noch den Touchdown. Unglaublich, die Nummer 19, der Florian Jüngel, macht selber, nachdem alle Receiver abgedeckt waren, er niemanden gefunden hat, nimmt er seine Beine in die Hand. Und, oh, wir haben eine Flagge. Und wo ist die Flagge? Die Flagge liegt etwa an der 35, man sieht es schlecht. Das ist ein Holding, würde ich mal sagen. Habe ich die 6 Punkte natürlich schon drauf. Während des Spielzugs, persönliches Foul, illegales Benutzen des Helms, 15 Yard Strafe, 66, bleibt der Spielzug bestehen. Dritter Versuch. Also kein Touchdown. Und unsportsmanlike Contact, also da hat er irgendwas mit seinem Helm gemacht. Chef Storno, bitte. 15 Yards nach hinten. Storno, Kasse 1. Oh, statt 7-0. Einen Touchdown gibt es jetzt. Schade. Ja, das war so ein schöner Lauf. Ja, und ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen, was da passiert ist, aber jetzt sind wir ja bei 3. und ich weiß nicht, 10, 20, 30, 40 Yards zu gehen. Also sehr weit auf jeden Fall. Und den hat er. Jawohl, ein schöner Pass. Aber, naja, das waren jetzt schon mal gute 30 Yards Raumgewinn, würde ich sagen. Für die 84, den Gunnar. Gunnar Knöckel. Hier sehen wir es. Ein Pass auf Gunnar, schön gefangen. Und dann, wenn da noch ein Block gekommen wäre, auf jeden Fall sind wir jetzt beim 4. und 9. Also sie haben die über 30 Yards wieder gut gemacht. Und sie gehen dafür. Sie gehen dafür. Jetzt schauen wir mal. Ja, dieses Mal wird der Blitz aufgenommen und er hat ihn! Er hat ihn Nein. Aber ich glaube, er wird unkimpelig. Doch, er ist gefangen, gefumbled, dann recovered von den Stallions. Und ja, die Stallions haben den Ball. Ergebnis des Spielzugs, First Down Aschaffenburg. Oh, was für ein Mist, so ein schöner Catch. Und dann noch den Lauf, hier sehen wir es. Schöner Catch. Die 26 und dann den Ball fallen gelassen und die Stallions haben ihn sich gesichert, damit auf ihrer eigenen 1-Yard-Linie den Ball gesichert
Und jetzt, Jokers, habt ihr eigentlich nur eine Chance. Gebt richtig Gas und holt euch den Safety. Ich übergebe mal wieder an Carsten, weil ich bin schon wieder viel zu aufgewühlt. Ja, ihr habt es vielleicht gehört. Es ist wirklich sehr laut hier im Stadion. Erster Versuch von den Stallions an der eigenen 5-Yard-Linie. Schaffen es ungefähr bis an die 10, damit 2. und 5. Ja, Max, wie siehst du das? Warum passen die Jokers jetzt auf einmal auf Teufel komm raus? Es war ja eigentlich schlecht. Er muss halt den Ball festhalten. Ja, schlecht war es nicht, aber es hätte man in der ersten Hälfte auch schon machen können. Ja. Danke. Dann ist der zweite Versuch gelaufen von den Stallions. Ja, ich höre schon was, aber die Zuschauer nicht mehr, weil 10 Yards vom Nico Walch, der macht hier 5-6 Yards zum. Nee, habe ich gedacht, da liegt die Flagge auf dem Feld. Halten! Nummer 29, Aschaffenburg. Halbe Distanz, wir wiederholen den Spielzug. Also ein Holding gegen die Nummer 29, Nicolas Gessler. Daher die Flagge, daher auch kein First Down. Halbe Distanz zur Goal Line wird zurückgelegt. Und damit beginnt der neue Versuch ungefähr an der 8. Das heißt, wir haben zweiten Versuch und 7. So schätzungsweise. Schneller Pass nach links auf die Nummer 10. Gestoppt an der 10-Yard-Linie ungefähr. Teamleistung von der Nummer 29, Milan Kubek. Und den anderen habe ich jetzt nicht gesehen, aber das sehen wir gleich in der Wiederholung. Jawohl. Genau, der Milan schnappt ihn sich da und da kommt die Nummer 52 noch zur Hilfe, der Christoph Neidhardt. Und damit dritter Versuch und 3. Snap kommt, wieder die Nummer 10, wieder läuft die Nummer 10, wieder gestoppt durch die Nummer 77. Der Noel Bugler macht den Tackle und wenn man sich anschaut, dass er die ganze Zeit Defensive End spielt, dann ist das schon eine Leistung. Er muss sich erstmal um die O-Line rumbewegen und dann im Backfield den Läufer sich krallen. Aber 4. Und das siehst du. Siehst du, wie löchrig so eine O-Line sein kann? Die Panten natürlich an der Feldposition, ganz klar. Ball kommt flach raus, geht auch nicht sehr weit, etwa bis zu 40. Der Gunnar Knöckel, die mit der Nummer 84, schnappt sich den Ball, trägt ihn zu 40, zu 30, er läuft immer noch, zu 20. Go. Überquert die 10, ist fast durch. Bleibt hier an der Nummer 40 hängen. Dem Maximilian Wurm, der ihn da jetzt ausdrückt. Aber innerhalb der 10 beginnt der neue Drive der Hof-Jokers. Der Gunnar Hofer-Urgestein hat da den Tag jetzt mal kurz gerettet. Aber auch super Blocks dieses Mal von den Jokers. Die Special hier alle nach innen absolut blocken. Geil, ja. Ihr seht's. Und auch die 60 im falschen Winkel und verbleibende Spielzeit, 3 Minuten, 7 Sekunden im dritten Quarter. Aber was für ein Return. Also 3 Minuten noch im dritten Quarter und die Jokers sind auf dem ersten und Goal auf der 8-Yard-Linie der Stallions. Also noch besser kann man es ihnen nicht bereiten. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Und da kommt der Runner raus und da ist Platz, kein Defense End außen, kein Outside Contain und sie machen es, die Nummer 48. Der Hartmut Grinz läuft hier unberührt in die Endzone und macht endlich den zweiten Touchdown für die Jokers. Zeit wird's, ehrlich. Und keine Flagge. Super, damit 13 zu 0 jetzt für die Jokers. Man kann es fast nicht glauben. Hier steht es.
Und hier die 53, ein schöner Block, der den Defense End nach innen schiebt. Und der Linebacker da hinten ist zu nah an der Line, keine Chance hinzukommen von der 26. Und damit ein schöner Touchdown. Und jetzt kommt der Extra-Punkt, also der Point after Touchdown. Und jetzt schauen wir mal, ob der noch hinhaut. Und das schaut gut aus von uns. Und die Schiedsrichter strecken die Arme nach oben. Damit hier ist die Kette. Und damit ein weiterer Punkt für die Jokers. Damit 14:0 für die Jokers. Und Zeit wird's. Und hier haben wir Matze sagt, go Jokers. Und die Theresa Luisa schreibt, was für ein Kerl, die 41 von den Stallions. Ja, aber jetzt sind wir beim Touchdown. Und hier ist die Touchdown-Kette gewesen. Allerdings halt leider auch verkehrt rum. Ja, das passiert auch mit der Flagge manchmal hier bei den Jokers. Ja, kommt vor, mein Gott. Kommt vor. Vor lauter Freude, Emotionen. So rum oder so rum, Hauptsache der Score ist richtig rum. Und der Score ist 14:0, beziehungsweise 0:14. Die Jokers führen. Dritte Quarter dürfte auch gleich zu Ende sein. Und die Jokers kicken mit dem Wind. Und wenn ich das so in Erinnerung habe von vorher, waren die jedes Mal ein Touchback. Also die kicken das bis in die Endzone. Und das sind ja auch tatsächliche 100 Yards, die sie hier haben. Aber er nimmt ihn auf dieses Mal. Nein, er hat ihn berührt, aber er kann ihn nicht aufnehmen. Und ja, damit natürlich eine schlechtere Position, als hätten sie einfach den Touchback genommen. Weil jetzt haben sie ihren Ball auf der 15-Yard-Linie und ich übergebe mal wieder, bevor ich mir den Mund fusselig rede hier. Ja, er hat halt versucht, ihn mit dem Helmgitter zu fangen. Das funktioniert in den seltensten Fällen. Wenn das funktionieren würde, müsste sich der Helmhersteller vielleicht mal Gedanken machen. Auf jeden Fall ist er abgeprallt, war damit natürlich frei und damit die beste Lösung vom Teamkollegen, sich einfach mal drauf zu werfen, bevor da noch mehr passiert. Muss man sagen, in der schlechten Situation dann noch gut reagiert. Und jetzt kommt wieder der Jan Ermisch mit seiner Offense, die hier jetzt 14 Punkte Rückstand haben und versuchen müssen, jetzt mal aufs Scoreboard zu kommen. Sie versuchen es mit dem Lauf von der Nummer 23 über die rechte Seite und er läuft bis zum First Down. Der Jonas Rutz, den haben wir heute noch gar nicht gesehen. Es war aus dieser Perspektive ein gut getimter Spielzug. Die Blockarbeit passt, er tankt sich dadurch. Keiner der einschlägigen Blocker kommt ran und er wird vom Safety gestoppt. Outside Contain nach innen blocken lassen. Also First Down mit einem Inside Run habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Und auch der zweite Laufversuch, selber Spieler, geht ziemlich gut. Ist zum 2. und 5 gelaufen. Man rechnet beim Inside Run eigentlich eher so mit 3, hoffentlich 4 Yards, damit man mit 3 Downs bis zum First Down kommt. Aber ein First Down und beim zweiten Versuch nochmal 5 Yards, das ist natürlich auch eine Leistung. Kann man auch machen. Nach der Aufstellung denke ich, jetzt kommt wieder ein Run. Nein. Pitch nach hinten. Wieder auf die Nummer 23. Wieder der Jonas Rutz. Und holt hier wieder vielleicht das First Down. Man weiß es noch nicht genau. Die Kette bewegt sich noch nicht. Schiedsrichter nimmt Timeout und misst nach, haben wir heute schon mal gesehen. Kläglich alleingelassen da draußen. Ja, die 27, der Dominik Konopka. Könnte zum First Down gereicht haben, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal, spielt jetzt nicht wirklich eine Rolle, aber genauerweise misst man natürlich nach. War halt auch kläglich allein gelassen da draußen. Also ja, schon. Das auf jeden Fall. Und diesmal reicht es aber nicht zum First Down. Das heißt, wir haben einen 3. und Inches. Damit nochmal die Chance für die Hofer Defense, den Drive hier zu stoppen. Zwei Versuche müssen sie noch standhalten.
Der Ball wird natürlich genau dahin gelegt, wo sie es gerade abgemessen haben. Wenn man die Kette schon mal da hat, ist das natürlich. Ja. Bietet sich's an. Ich tippe auf Quarterback Sneak, was sagst du? Ich meine, das sind 5 cm oder 10. Ja, ich weiß nicht, ob ich das mit der Offense-Line gegen diese Defense-Line riskieren würde. Aber deswegen bin ich ja auch kein Offense-Coordinator, sondern nur Kommentator. Gott sei Dank. Ja, wo leider Quarterback man, Kontakt. Man sieht, dass die Defense sich massiv aufstellt. Du hattest natürlich recht, Quarterback Sneak. Und er ist da scheinbar drüber gehüpft. Jupp. Das war eindeutig. Also man sieht, wie tief die Defense-Line da reingeht und es wird aber trotzdem eine Lücke kreiert, wo der Jan Ermisch da durchmarschieren kann. Und er macht nicht nur das First Down, sondern er macht noch ein gutes Yard mehr. Also da hat was nicht funktioniert. Die Nummer 21 kommt durch. Der Nicolas Kessler, von dem haben wir auch heute schon ein paar Dinger gesehen, läuft bis zur 45. Der Hofer holt das neue First Down. Und jetzt auf einmal läuft es in der Offense der Stallions. Weiß nicht, was sich geändert hat. Aber sie haben irgendwo in der Mitte eine Lücke gefunden, die sie regelmäßig ausnutzen. Und effizient ausnutzen. Also wir sehen hier ein First Down nach dem anderen. Es hat die ganze erste Hälfte funktioniert. Wieder ein Lauf von der Nummer 23. Fummelt hier fast noch den Ball. Schafft es aber trotzdem zum First Down. Irgendwas funktioniert da nicht. Wieder mehr als 10 Yards Raumgewinn beim ersten Versuch. Mit einem Inside Run. Der läuft, der spaziert einfach durch die Mitte mit dem Ball. Irgendwas läuft hier gewaltig schief. Also wenn ich Offense-Coordinator wäre, dann würde ich jetzt einfach mal ein Timeout nehmen, um das mal zu klären. Du meinst Defense? Defense-Coordinator, ja. Genau. Und vor allem auch, um das Momentum mal ein bisschen rauszunehmen. Ja. Denn im Moment sind die sowas von heiß. Die wittern Morgenluft. Und wieder ein Lauf von der 23. Und wieder macht er... Na gut, diesmal war es kürzer. Der Milan Kubek, Linebacker. Milan Kubek... nimmt hier mal kurz die Luft raus. 2. und 8. Da sind aber mehrere dran. Ja, den haben sie gerochen. Auch der Jo Wellner ist damit dran, also weit wäre er nicht kommen. 2. Versuch und 8. Mal schauen, ob es jetzt so weitergeht oder ob die Hofer die Lücke gefunden haben, die den Stallions jetzt 30, 40... 50 Yards gegeben hat. Boah. Dieser Pass, Gott sei Dank, incomplete auf die Nummer 18. Der Ferdinand Stark, hätte er den gehabt, wäre das katastrophal gewesen. Schon wieder Arode als letzter Mann auf dem Feld. Water break. Ja, da hat sich die Defense tief schlagen lassen. Man sieht hier oben in der oberen Bildhälfte, wie er den David Weber überläuft. Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Der David Weber ist eigentlich so schnell auf den Füßen. Und dann ist der Safety da und holt ihn sich. Jetzt muss ich sagen, Gott sei Dank, keine Kekse. Ja, Gott sei Dank war der Pass zu lang, muss man jetzt einfach mal sagen. So, währenddessen
während ihr den Job der Woche von Raumenik gesehen habt, ist hier die Seite gewechselt worden. Nicht verwirren lassen. Das vierte Quarter ist angebrochen. Und die Stallions sind weiter auf dem Weg in Richtung Scoreboard. Hier mit einem Lauf. Von der Nummer 23, Jonas Rutz, der jetzt schon fast den ganzen Drive allein bestritten hat. Da hat er ins Face Mask die Hand vom Defender gekriegt. Weiß nicht, ob das sah mir nicht nach Absicht aus. Der Noel Buchler. Während des Spielzugs halten. 51 Aschaffenburg, 10 Yard Strafe, bleibt die 3. Das war aber nicht die Flagge, also Ref hat es nicht gesehen. Dann ist es auch nicht passiert. Die Strafe geht gegen Aschaffenburg und das ist hier der Drive-Killer. In etwa 3:20 jetzt. Also auf jeden Fall ist es weit, 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 weit bis zum First Down. Wobei die Run-Spielzüge, die wir zuletzt gesehen haben, sowas locker überbrücken könnten. Angetäuschter Handoff. Er läuft nach außen, passt auf die Nummer 44. Und der Dominik Konopka ist aber hellwach. Scheint da ein bisschen was abbekommen zu haben an der Hand. Resultat des Plays. Leichter Regen, der jetzt gerade einsetzt hier in Hof. Ja, klassischer Hofer Sommer von 30 Grad und Sonnenschein zu Regen in 3 Sekunden. Und währenddessen sind wir jetzt hier beim 4.11 der Stallions, jetzt im beginnenden Regen. Da kommt der Pass, wir haben eine Flagge auf dem Feld, das war ein False Start mal wieder. Woher weiß ich das? Wäre es ein Offside gewesen, wäre dann abgepfiffen worden. Fehlstart der Offense. 5 Yard Strafe. Bleibt die 4. Und damit 4. und 16. Darf ich es noch kurz erwähnen? Vorher war kein Fumble, weil Ground can't cause a Fumble, damit das Bullshit-Bingo voll wird. Weiß nicht, ob du das heute noch schaffst. Wir sind schon im vierten Viertel. Ja. Muss man den Gas geben, Max. So. Das war jetzt der längste Drive, den die Aschaffenburger heute hingezaubert haben. Tja, wenn er am Boden war, brauchst du ihn nimmer fangen. Jonas, du hast es super gemacht, den Drive. Leider jetzt Turnover und Downs. Das heißt, im vierten Versuch, das erste. Ersten Versuch nicht geschafft. Und damit geht der Ballbesitz an die Hofjokers, die jetzt ihr First Down an der eigenen 39 haben. 10 Minuten 26 Sekunden. Also ihr seht hier, der Ball war zu kurz. Keine Chance. Ja. Wenn er wirklich gewollt hätte. Aber scheinbar wollte er nicht mehr. Na. Somit First Down. Kann ich verstehen, hat den ganzen Drive allein gemacht. Ja. Ein First Down für die Jokers und jetzt wieder zwei Blitze angezeigt, wie ihr seht, aber und der in der Mitte kommt und der Lauf in den Linebacker und die 25 kämpft sich weiter, der Justin Enten kämpft sich weiter nach vorne, aber wir haben einen verletzten Spieler auf dem Feld. Schiedsrichter Timeout hier zeigt das an. Die beiden Hände auf die Schulter ist ein Schiedsrichter Timeout. Damit auch trinken. Es hat auch schon wieder aufgehört zu regnen im Moment. Wobei wir nicht wissen, ob dann noch Schnee kommt in den Hof. Das ist durchaus möglich. Ja. Okay, damit haben wir den zweiten Versuch und 9 dann für die Jokers. Das war bloß ein Yard Raumgewinn. Der Spieler hat von selber das Feld verlassen, also alles im grünen Bereich. So, und jetzt Jokers. Ich denke mal, sie werden versuchen, natürlich jetzt auch schon mit der Uhr zu spielen.
und möglichst viel Zeit runterzunehmen. Hier kommt der Pitch und da ist das Loch und da ist der Spin vom Justin Enten, der sich hier nochmal bis zum 3. und 6. nach vorne kämpft. Hier sehen wir es, der Outside-Blitz hier, der wird schön aufgenommen vom Vorblocker. Dann kommt aber der Inside-Linebacker und das war's. Und wir sind beim 3. und 6. Und jetzt bräuchten sie ein neues First Down. Das wäre eine angenehme Sache jetzt. Und da kommen zwei Blitzes und er läuft nach außen und er kommt da weg. Den hat er, die 25 und spinnt und ist immer noch auf den Füßen. Der Justin Enten kämpft sich hier nach vorne und deutlich mehr als gebraucht zum neuen First Down. Jawohl, schön das Loch erkannt. Hier sehen wir es. Outside und dann nach außen. Die 55 kommt nicht mehr hin. Und dann der Vorblocker läuft zwar nach vorne, aber ich sehe keine Block. Aber hier der Spin raus aus dem ersten Kontakt. Und damit ein neuer erster Versuch. Und die Uhr läuft weiter. Ist im Sinne der Jokers natürlich. Und weiter geht's mit einem Pass jetzt. Und nicht gecatcht, aber der war auch nicht intercepted und auch kein Fumble, weil der Pass war incomplete. Der Ball hat den Boden berührt. Sobald der Ball den Boden berührt hat, ist es vorbei und tot. Somit haben wir 2. Versuch und 10. Hier sehen wir es. Hier ist der Pass. Und damit auf dem Boden, der Ball auf dem Boden berührt, bevor er richtig Kontrolle hat über den Ball. Damit 2. und 10 für die Jokers, die eigentlich mit ihrem Lauf sehr erfolgreich waren und damit auch mit der Uhr gut spielen. Schauen wir mal, was sie weiter vorhaben. Hier sehen wir wieder die angezeigten Blitzes und da ist wieder der Raum und der Platz und die 23. Geht er ins Aus? Ja, der Schiedsrichter zeigt an, der Julian Rott. Hätte er nochmal nach innen abbiegen müssen, dann würde die Uhr weiterlaufen. Aber es sieht nach einem neuen First Down aus. Jawohl, schön gemacht, Julian Rott. Hier sehen wir es, da ist das Loch. Da hängt leider das Replay. Aber wir haben es ja gesehen. Und er wird dann ins Aus geschubst. Damit wird die Uhr nicht. Hier sehen wir es nochmal. Hier nach außen und hier nach vorn. Und da wird er ins Ausgeschubst. Da hätte er sich gleich hinlegen. Ja, obwohl der war mit dem Knie schon innerhalb des Feldes auf dem Boden. Also die Uhr hätte hier nicht angehalten werden dürfen. Auszeit, Hof. Eine Auszeit, Hof. Das ist die zweite Auszeit. Verbleibende Spielzeit: 8 Minuten 43. Ihr habt es gehört: 8 Minuten 43. Eine Auszeit und wir gehen ganz kurz in die Werbung. Also ich habe hier eine Frage im Chat. Weiß jemand, warum die Stallions auswärts schlechter spielen als zu Hause? Als neutrale Frage. Das kann ich dir leider nicht beantworten, muss ich sagen. Schwer zu sagen. Ich denke, auswärts ist immer ein bisschen schwieriger. Die Offense kann sich nicht richtig verständigen. Weil wenn die gegnerische Offense drauf ist, wird es im Stadion ziemlich laut. Ja, außen. Weite Antwort. Die haben auch heuer auswärts noch kein einziges Spiel gewonnen, habe ich gerade gehört von meinem Regisseur. Ja, siehst du mal. Ja. Aber ich glaub auch nicht, dass es unbedingt nur an auswärts liegt. Ich glaube, es liegt auch an der Paarung hier. Was für eine iPhone-Mation. Und da kommt der Move nach außen und da ist er wieder weg, die 23. Und dieses Mal bleibt er innerhalb vom Feld, damit läuft die Uhr weiter. Und er hat gut 9 Yards Raumgewinn gemacht.
damit haben wir zweiten Versuch und noch ein halbes Jahr zu gehen. Hier sehen wir schöne Blocks hier, jawohl. Von der 48 hier, super. Der Hartmut Krings. Ja, den holt er sich. Und damit zweiter Versuch und Inches zum nächsten First Down. Und die Jokers lassen die Uhr laufen, kämpfen sich übers Volk. Übers Volk, sag ich. Übers Feld. Jawohl, da ist wieder einer meiner beliebten Versprecher. Ja, so ist es halt einfach in meinem. Schon wieder Timeout. Das ist die dritte Timeout jetzt. Das war die letzte. Auszeit, Hof. Letzte Timeout für Hof. Und wir gehen natürlich, wir müssen zu den Auswärtsspielen fahren, schreibt hier der Xindivax, ja. Verbleibende Spielzeit 7 Minuten 38 Sekunden. 7:38 und die letzte Timeout. Gut, und wir gehen nochmal in die Werbung für Raum Medic, weil. Leider wurde mein letzter Satz Gewalt wir hier verbrennen. Jawohl. Also, zweiter Down und Inches. Und was, aber das ging vollkommen in die Hose. Das ging voll, aber das war auch eine Flagge hier. Wenn ich das richtig gesehen habe, war das ein Griff in die Maske, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir haben ja das Glück der Wiederholung. Wie nach dem noch? Spielzug, persönliches Foul, Late Hit gegen Aschaffenburg, 15 Yard Strafe, erster Versuch Hof. Oh. Damit vergeigte sich natürlich Aschaffenburg nochmal rechtzeitig an den Ball zu kommen. Wir sehen, das war der vorige Spielzug. Wir bräuchten den letzten nochmal. Die Frage war, wie lange noch, war schon 2 Minuten, aber nachdem der Schiedsrichter gesagt hat, hat sich die Frage auch erledigt. Also wir haben noch so 7 Minuten, so 15 Yards nach vorne, damit ein neuer erster Versuch, sowieso automatisch. Und damit bringen sich die Jokers in aussichtsreiche Position. Sie sind gut 1 Yard vor der Red Zone der Stallions. So, und jetzt schauen wir mal, was sie machen. Sie haben wieder eine I-Formation mit Dryback und da ist er! Da ist er! Fast wäre er durch gewesen, aber sehr viel Raumgewinn. Das, gegen die Jokers ein Holding. Schauen wir mal, was da ist. Das sieht mir nach einem Holding aus, aber wir werden es gleich hören. Die 25, Justin Enten, geht hier zurück. Während des Plays, halten, Nummer 53, ja. Hof, 10 Yard Strafe, wir wiederholen die 1. Ja, der Batuan kann, hält hier leider, Can, okay, danke, hält hier leider einen Gegenspieler fest und der Schiri hat es gesehen. Damit geht es anstatt zu einem neuen First Down, 10 Yards nach hinten, das Down wird wiederholt, somit haben wir 1. und 20. 1. und 20. Und schauen wir mal, was die Jokers jetzt weitermachen. Sie haben wieder die I-Formation mit 3 Backs und hier ist wieder das Handoff und er ist noch auf den Füßen und er läuft und er läuft und er kämpft sich weiter nach vorn. Und es schaut so aus, als ob er zum ursprünglichen First Down zurückkommt. Aber verletzter Spieler auf Seiten der Stallions. Meine Zeit, verletzter Spieler. Schiedsrichter, Timeout. Aber hier seht ihr es, 2 Vorblocker wieder. Und schön das Loch gefunden und wieder nach innen
gecuttet, jawohl, aber die 22. Verbleibende Noah Spielzeit, Wolf, 6 Minuten 41. 6:41 und Noah Wolf holt sich ihn hier nochmal nach, gut, so wie ich es jetzt sehe, 9 Jahr Traumgewinn, somit 2. und 11. Und die Jokers halten ihren Drive noch am Leben. Gut, die Uhr wird jetzt nochmal angehalten, natürlich beim Schiedsrichter-Timeout. Aber der Spieler steht, er läuft fast von selber vom Feld. Ja, obwohl, er braucht doch etwas Unterstützung. Gute Besserung, wir wünschen dir alles Gute. Vielleicht kannst du nochmal aufs Feld. Die Footballer sind da etwas hart, auch im Nehmen, die ja, kippen nicht so leicht um. Somit 2. Versuch und 11 Yards für die Jokers. Und hier kommt der Man in Motion und damit der Lauf. Und der Wurf. Und out. Ja, er hat ihn, die Nummer 1. Da, Jaden Gildersleeve. Das war ein Trickspielzug, der nicht so geplant war. Definitiv nicht. Hier ist das Handoff in die Hosen gegangen. Ihr habt es gesehen. Dann wollte der Quarterback selber laufen. Hat dann den freien Mann gesehen. Hier seht ihr es. Jetzt will er selber laufen. Sieht den freien Mann und wirft. Und er holt ihn sich. Er holt ihn sich und kann den Ball festhalten und sichern. Damit neuer erster Versuch und noch 4 Yards bis in die Endzone. 4 Yards bis in die Endzone. Und jetzt kommt der Spielzug, der eigentlich vorher geplant war. Und da ist er weg. Da ist er weg und da ist er drin. Und damit holt sich die Jokers den 3. Touchdown. Und bei ungefähr noch 3,5 bis 4 Minuten zu spielen, könnte das natürlich gut werden. Hier, ja, weit, weit allein gelassen. Die Nummer 23, der Julian Rott. Ja. Ja. Das ist ja war gut. Ja mal schön geblockt. Und auch wieder das fehlende Outside Contain von den Stallions. Das Replay von der Seite hier. Was für ein Block von 48. Und dann die anderen sind alle zu spät. Die sind alle auf den Inside Run gegangen. Und hier kommt wieder der Kick. Der war schon zweimal gut. Schauen wir mal, ob das 3. Mal auch gut geht. Und es schaut so aus. Die Schiedsrichter sagen daneben. Kein weiterer Punkt dazu. Er scheint rechts vorbeigegangen zu sein, weil der linke Schiedsrichter hat gar nichts angezeigt. Also scheint er rechts vorbeigegangen zu sein. Und wir gehen noch mal kurz in die Werbung. Jawohl, hier sehen wir nochmal die Flaggies, die hier auf der Seite noch ein bisschen trainieren. Eine kontaktlose Art des American Football, wo nur die Flaggen gezogen werden. Und die Kids, die das machen, haben einen Riesenspaß, muss ich euch sagen. Also schickt sie mal her, lasst es ausprobieren. Normalerweise gehen sie nicht mehr. Und hier ist der Kick. Oh, ein tiefer Kick. Der bounced und wird von den Stallions aufgenommen. Aber kein Weiterkommen von der Nummer 2. Jan Arnold wird hier relativ früh gestoppt. Somit ein erster Versuch für die Stallions Offense, die natürlich jetzt im Zugzwang sind, wenn sie noch was zerreißen wollen. Wir haben noch circa 4 Minuten zu spielen, irgend sowas. Hier sehen wir das Replay, zweimal gebounced.
nimmt die Nummer 12 auf, schafft es bis kurz hinter die 20 und wird dort von der Nummer 83 gestoppt. Der Marcel Fuchs hat einen guten Job gemacht, unterstützt von Dominik Konopka. Und ich sehe mal Pistol Formation. Diesmal wirft die Nummer 10. Echt interessante Variante. Der Nico Walch hat auch kein glücklicheres Händchen als der Jan Heimlich. Ja, ein Halfback-Pass ist halt auch sehr gefährlich, weil normalerweise die Defense-Backs spielt nach vorne kommen, auf den Lauf reagieren. Ja, das schon, aber wenn dir deine Pocket ständig überlaufen wird von der D-Line, ist das natürlich eine gute Variante. Ja. Geiler Zirkus-Catch steht hier noch im Chat von vorhin, allerdings, ja. Der 2. und 10 damit. Wieder Lauf durch die Mitte. Etwa 2 Yards Raumgewinn. Das war hier ein Versuch. Verbleibende Spielzeit 5 Minuten 30. Genau, der Ball geht hier, glaube ich, an die Nummer 10, wenn ich das richtig sehe. Der Nico Walch, der gerade gepasst hat noch und wird gestoppt. Und 3. Versuch und 7 ungefähr. Wieder Lauf von der Nummer 10, diesmal über links, schafft es bis zum First Down. Kommt ziemlich weit bis zur eigenen 45. Und läuft auch nicht ins Aus. Hier hätte die Chance gehabt, ins Aus zu laufen, die Uhr anzuhalten. Ja gut, aber die haben ja noch 3 Auszeiten. Nein. Ja, ja natürlich, würde natürlich Sinn machen, ins Aus zu laufen, aber da die Nummer 37 kann ihn nicht stoppen, geht er viel zu hoch rein, der Florian Rausch. War natürlich erster Versuch. So. Jawohl, zeitig gestoppt. Da ist er hellwach, der Christoph Neidhardt. Weit im Backfield und damit 2. und etwa 14. Ja, auf die 52 ist, wenn es darauf ankommt, Verlass. Auf jeden Fall. Das sah wieder nach einem Fallstart aus von der Offense. Ja, sieht ganz danach aus. Dementsprechend natürlich Flagge auf dem Feld. Vorderspielzug, Fehlstart der Offense. 5-Yard-Strafe, bleibt der 2. Versuch. Ich habe hier noch eine schöne Bemerkung von Lukas Weber. Ein Spiel ohne Holding durch Batu ist kein gutes Spiel. Naja. Gut. Kann man nicht widersprechen, aber kommt halt immer genau im falschen Moment, gerade wenn du es mal gar nicht gebrauchen kannst. Wobei, wann kann man schon 10 Jahre Strafe gebrauchen? Das war ein Pass auf die Nummer 44, der hier das First Down holt. Im direkten Clinch. Der Lukas Hertram im direkten Clinch mit Tim Richter. Damit neuer 1. Versuch. Tim Richter ist auch so ein Typ mit der Nummer 21. Würdest du nie denken, dass der Football spielt. Aber fehlende Masse macht er durch Wahnsinn mit. Ja, auch die Vorwärtsbewegung früh gestoppt. Zweiter und 10. Hier kommt das Replay. Ja, da sieht man es. Da ist schon die halbe Defense wieder dran. Ging immer voll in die Hose. Ich
Blitz wird angezeigt von den Hofern. Geht Ballübergabe an die Nummer 10. Kann sich aber auch nur seitlich bewegen. Da ist die Nummer 77 schon wieder dran. Der neue Bugler. Schon wieder der Defensive End. Der ist quasi permanent durch und damit Raumverlust. Dritter und 12 für die Aschaffenburger. Und hier sieht man wieder, was es ausmacht, wenn ich ein Outside Contain halt von der 24, der Jürgen Raab. Der macht außen zu, dann muss er nach innen cutten und dann haben die Linebacker eine Chance. Verbleibende Spielzeit 2 Minuten 52. 2:52. Ja, so sieht's aus, aber du siehst auch, dass das Offensive Backfield der Aschaffenburger permanent überlaufen ist. Die 24 ist durch, die 77 ist durch. Bei jedem Spielzug. So. Und die 77 ist ein End. Also, ja. Guter Stream kommt hier. Liebe Grüße aus Aschaffenburg. Wir danken dir vielmals. Und das war ein Schnürsenkel-Tackle. Gibt hier unser Regisseur raus. Schnürsenkel-Tackle, ja gut, das habe ich auch noch nicht gehört. Muss ich mir merken. Und hier kommt der dritte Versuch. Kein Handoff, er behält ihn selbst. Der Jan Ermisch haut ihn raus auf die Nummer 44. Der holt zumindest noch 6 Yards. Und damit vierter Versuch und 3. Ja, die Auslinie ist der Freund der Defense. Ja, in dem Fall mal wieder, ja. Da hast du völlig recht. Fake den Handoff, läuft dann nach außen. Und wieder Pass auf die 44, der Lukas Hertram. Und jetzt vierter Versuch, wird ausgespielt. Ist ja ganz klar, bei dem Spielstand und in der Position macht ein Kick ja auch gar keinen Sinn. Ein Inside-Run zum First Down und sehr viel mehr. Innerhalb der 30 der Jokers. Niklas Gassler, 29. Auszeit, Aschaffenburg. Aschaffenburg nimmt auch mal eine Auszeit. 21. Also ihr habt es gehört, 2:21 noch zu spielen. Sie nehmen jetzt schon ihr erstes Timeout, um die Uhr anzuhalten. Ja gut, sie müssen ja dreimal scoren, ne? Also es ist auf jeden Fall ein Three-Score-Game. Egal, auch wenn man Two-Point-Conversions geht. Der würde auch kein Field-Goal reichen, rein rechnerisch. Weiß nicht, wenn sie die ganze Zeit noch nicht aufs Scoreboard gekommen sind, ob sie es in den letzten 2 Minuten dreimal schaffen. Aber man darf natürlich nie aufgeben, ne? Man muss immer Gas geben, bis zur letzten Sekunde. Wie sage ich immer so schön, bis der Mann mit der weißen Mütze den Ball in die Luft hebt. Genau. Normalerweise heißt doch, der Abend ist erst vorbei, wenn die dicke Frau gesungen hat, oder? Was? Normalerweise heißt doch, der Abend ist erst vorbei, wenn die dicke Frau gesungen hat. Und er kommt. Den behält er wieder selbst, läuft nach außen, wirft auf die Nummer 16. Das sollte der befreiende Touchdown-Pass werden. Entschuldigung, auf die Nummer 18. Der Ferdinand Stark sollte den da kriegen, war aber gecovert vom David Weber. Ausgezeichnete Passverteidigung. Genau, also er läuft da nach außen weg, weil er genau weiß, die Pocket hält nicht lang genug. Wirft den Ball auf die Nummer 18 und der David Weber verteidigt da sauber, wie man es von ihm gewöhnt ist, und fair. Damit 2. Versuch und 10 für die Stallions, die hier weiterhin an ihrem ersten Touchdown arbeiten. Handoff auf die Nummer 23. Ne, 23 war es diesmal nicht, dann war es die 10. Einer von den beiden ist es 29. Immer. Okay, es war die Nummer 29. Gut. Man darf sich ja mal irren. Kein Problem. Nico Ritter und 2 oder 3. 2 der Auszeit. Bei verbleibender Spielzeit 2:05. Oh, jetzt regnet es aber Auszeiten auf einmal. Ja, die wollen vor der Two-Minute-Warning die Uhr jetzt nochmal anhalten, selbstverständlich, weil sie haben jetzt 3. und noch 3 Yards, würde ich sagen, zu gehen. Er kämpft sich hier schön nach vorne, wirklich. Das macht er. Das wäre eigentlich ein Referee-Timeout gewesen. Aber die Stallions waren schneller.
Ja gut, das ist natürlich Pech. Ja. Hennoff an die Nummer 23, der hier versucht, sich zum First Down zu kämpfen und es auch schafft. Neues First Down. Sehe ich da eine Flagge? Nein, keine Flagge. Da, doch, Flagge. Two-Minute-Warning. Liegt eine Flagge auf dem Feld? Sieht aus, als wäre es gegen die Defense. Facemask gegen Aschaffenburg, da habe ich mich immer sauber getäuscht. Oh, Facemask ist ein persönliches Foul, da geht es 15 Yards nach hinten. Während des Plays, persönliches Foul, Griff ins Gesichtsgitter, 69 Aschaffenburg, 15 Yards Strafe, Spielzug wird wiederholt. Gleichzeitig haben wir Two-Minute-Warning. Und da kommt das Two-Minute-Warning, das wir lange erwartet haben. Der wird auch lang gekämpft. Gut. Wir haben es nicht gesehen, die Refs haben es gesehen. Der Jan Hermisch läuft raus aus der Pocket nach rechts, passt auf die Nummer 44. Der fängt den Ball kurz vor der 20, ist kein First Down. Die Nummer 44, der Lukas Hertrampf, den wir heute schon oft gesehen haben. Standard-Passempfänger der Aschaffenburger. Schafft es aber trotzdem immer wieder, sich freizulaufen. Und wieder der Freund der Defense. Die Außenlinie. Hier sehen wir es, wie er rückwärts ins Austritt. Zum vierten Versuch und vier. Und natürlich wird er ausgespielt, ist ja logisch. Alles andere bringt er in der Situation auch nichts. Die Nummer 23 läuft nach links außen, aber da ist der Valentin Stingel schon dran. Macht ein Yard gut und damit Ballbesitzwechsel, Turnover und Downs. Und die Hofer Offense kommt wieder aufs Feld an der eigenen 21. Und eigentlich muss man jetzt nur noch abknien, würde ich mal sagen. Verbleibende Spielzeit, 1 Minute 44 Sekunden. 1:44, das heißt, ein First Down bräuchten sie fast noch. Ein First Down bräuchten sie noch, dann müssen sie jetzt noch mal beißen und durchziehen. Mit den ersten drei Downs am besten genug Zeit von der Uhr nehmen und dann abknien. Das wäre jetzt der Plan. Also soweit. Wir sehen hier wieder ihre drei Mann im Backfield. Wie gesagt, ein First Down. Und der steht immer noch und es geht immer noch nach vorne. Schaut euch das an, wie der kämpft. Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Die komplette Defense der Stallions hängt da dran. Die Nummer 20, der Micha Kiesling, der Noxi. Und 8 Yards gemacht. Jawohl, hier seht ihr es. Sie sind eigentlich schon dran. Und dann trotzdem. Der wird nochmal geschoben. Und auch er bewegt die Füße. Und noch ein Meter. Und noch ein Meter. Offside, verletzter Spieler. Verbleibende Spielzeit 1 Minute 19 Sekunden. 1:19. Also wenn sie jetzt noch ein First Down holen, können sie abknien. Dann haben sie die Saison 23 gerettet. Verbleiben und in der Bayernliga. Und es ist nicht mehr weit. Sagen wir mal so, es sieht sehr gut aus. Ja. Okay. Ist der nicht mehr weit und nicht mehr lang. Ja. Er geht selber vom Feld. Hier kommt der andere Spieler. Wäre auch blöd, wenn sich jetzt noch einer ernsthaft verletzt. Für die Aschaffenburger geht es ja auch nicht wirklich um die Wurst. Hier kommt noch ein Chat. Kommt gut nach Hause, Jungs. Schade. Gut. Aus deiner Sicht selbstverständlich. Ja,
Die werden jetzt nicht in Tränen ausbrechen, es ändert an der Position nicht wirklich was. Ja. Ja. Natürlich will man immer gewinnen, aber na, geht halt auch nicht. Sie brauchen ein First Down noch. Dann können sie abknien. Und da ist es First Down. Und mehr. Und so. Jetzt nur nicht den Ball verlieren. Kann man eigentlich abknien. Jetzt muss man nichts mehr machen. Nein. Da hat ein Aschaffenburger den Ball. Nein. Das wäre jetzt natürlich blöd. Nee. Der Schiedsrichter zeigt an, neues First Down. Okay. Und weil der war ja schon am Boden und wie vorher schon mal erwähnt, Ground Can't. Ja, den hält er dann natürlich auch sehr locker. Er fumble, er hält ihn sehr locker, aber da ist er am Boden. Und dann geht der Ball raus. Das ist zu spät. Noxi, so geht man doch nicht in Kontakt. Also jetzt könnte er eigentlich abknien. Weil alles, was jetzt noch passiert, sind Verletzungsrisiken, die unnötig sind. Und ja gut, die Uhr läuft jetzt auch weiter. Hier sehen wir auch den angezeigten Blitz wieder. Ja, und hier Michael Kiesling kniet einfach ab, Jungs. Kommt, das hat doch. Ah, da geht's nochmal nach vorn. Der Justin. Nicht ins Aus, nicht ins Aus, jawohl. Bleib im Spielfeld. Geh nicht ins Aus. Das war's. Neues das First Down? War's. Nein, kein First Down. Das ist das Final. Der Schiedsrichter winkt, oder? Nee, er hat die Uhr nur abgewinkt. Flagge. Eine Flagge auf dem Spielfeld. Ich habe jetzt kein Foul gesehen. Holding gegen die Offense. Nach dem Spielzug, persönliches Foul, Nummer 0, 15 Yard Strafe. Bleibt die 2. Der Romano Hoffmann, als ob es das jetzt noch braucht. Aber ja, gut. Einfach abknien und die Uhr runterlaufen lassen. Was soll das? Also hier kommt noch vom Xandi Vidax. Danke für die tolle Übertragung und super Kommentatoren. Ich danke dir vielmals. Spendet uns noch was. Haut uns noch ein Like rein. Abonniert unseren Kanal. Korrektur meiner Seite. Da Deadball Foul, spielen wir die 3. Ein Deadball Foul, spielen wir die 3. Und wenn er jetzt abknüpft, ist das Spiel vorbei. Aber irgendwie ist es noch nicht so richtig angekommen. Hey, das war ja ein Gedicht. Das hat sich ja fast gereimt. Wahnsinn. Ja. Also. Ball ist noch nicht freigegeben. Das wäre jetzt die Gelegenheit für euch, das Handy mal an Strichcode zu halten auf der rechten Seite. Lasst uns was da. Korrektur. Da das Play zu einem First Down geführt hat und das Play jetzt danach zum Foul wurde, zum haben wir den ersten Versuch für Hof. Ihr habt es gehört. Kleine Regelkunde heute noch zum Schluss. Doch, das ist so. Der Spielzug hat zu einem First Down geführt. Das Foul war nach dem Spielzug. Das heißt, es geht nach dem Spielzug 15 Yards zurück, aber das First Down bleibt bestehen. Bitte schön. Also quasi Erster und 25. Oder? Nein, Erster und 10. Achso, Erster und was sind es denn? 12 oder 14? Ihr macht mich fertig. Ich streik jetzt. So, jetzt gibt es kein Down und Distance mehr. Bleibende Spielzeit, 8 Sekunden. Jetzt habt ihr das kaputt gemacht für die letzten 8. Kniet ab, Leute. Alles gut. Was soll's, 8 Sekunden, komm. Kniet ab, gebt euch die Hand, geht feiern und lasst es gut sein. Die 2023 gerettet. Und jetzt nochmal für den Carsten. Wir haben 1.10. Er haut mich jetzt gleich. Na. Alte Leute darf man nicht schlagen. Ja, danke. Danke. Ja, und stolz drauf. Ja. Und jetzt, ja,
Ja, es ist vorbei, weil bei Anpfiff des Spielzuges startet auch die Uhr. Damit 8 Sekunden vorbei. Der Mann mit der weißen Mütze hebt den Ball. Und wir sind im Finale. Und hier kommt noch, macht er eine Live-Übertragung von den Bayernliga-Playoffs. Macht uns Angebote, selbstverständlich. Wir warten auf Angebote. Also, hier geht's weiter mit dem Abklatschen der beiden Teams. Wie ihr hier seht, die Jokers haben damit ihre Saison 23 gerettet, verbleiben in der Bayernliga. Für die Stallions hat sich eigentlich nichts geändert. 0-20. Und das will jetzt wahrscheinlich keiner hören, aber mir tut es fast ein bisschen leid für die Dragons, die sich auf Ende der Saison wahnsinnig gesteigert haben, das durchaus auch verdient hätten, in der Bayernliga zu bleiben. Aber wie mein Kollege Max immer so schön sagt, kurz vorm Klo in die Hosen geschissen. Was wirklich schade ist. Hier kommen die Spieler nochmal an die Seitenlinie, um sich bei den Zuschauern zu bedanken für diese tatkräftige Unterstützung. Jawohl. Jungs, gut gemacht. Hier seht ihr. Jawohl. Und Lehrer Schmidt mit seiner Linse am Auge. Er hat mich gehört. Und hier kommt ja, der Siegeslauf. Und wir bitten euch noch kurz zu warten. Ganz kurz, die Abteilungsleiterin, die Michelle, möchte euch noch kurz was auf den Weg geben. Also hier kommt noch. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, hier hat sie sich nochmal bei allen bedankt, bei den Zuschauern, bei den Helfern, auch wir blenden es ein, ohne die halt hier nichts geht. Und an die Helfer, an die Waterboys, an die Feld auf- und abbauen, an die Chain-Crew, Stadionsprecher, Auf- und Abbauteam, Field Painter und natürlich die Ref-Crew. Und hier sehen wir... Ein Dank an die Helfer im Streamteam, Tom Beck, Sideline Martin Weber, an der Verfolgungskamera heute, nicht die Drohne, der Markus Kohlhäufel, Kommentator, der Carsten Feig, danke und meine Wenigkeit und die Regie und Produktion natürlich unser Chef, der Holger Preuß. Und hier läuft irgendein Coach vor der Dusche davon. Der ist gerade hinter uns. Solange nicht aus Versehen bei uns ankommt, ist alles gut. Aber er wird dem nicht davonkommen. Sie werden sich ihn irgendwann krallen und holen. Und dann ist er fett. Da muss er heute einfach durch. Du hast selber Schuld. Es klebt ein bisschen das Gatorade. Ich kenn's. Das Problem ist, man liebt es, aber man hasst es. Ja, das stimmt. Vor allem beim Auswärtsspiel, wenn es dann patschnass, klebrig in den Bus steigst. Deshalb als Coach nie verkehrt Wechselklamotten mitnehmen und Duschsachen. Man könnte ja aus Versehen gewinnen. Also hier ist die Frage, ob wir die Bayernliga Playoffs Übertragung machen. Hier ist die Frage von Passau gegen Erlangen. Ja, wir müssen euch ganz ehrlich sagen, wir machen ja alles auf unsere eigenen Kosten. In dem Fall müsste halt zumindest irgendwann mal ein Spritgeld für unser Außenwald. Passau ist natürlich von Hof. Ja, schon. Ja. Richtig weiter Weg. Und ja. Es ist ja nicht nur die Zeit,
die wir opfern, sondern es ist ja auch nur unser Geld und ja, nur draufzahlen, also, wenn wir das für andere Teams machen. Ist die Antwort kurz gemacht, im Prinzip gern. Ja. Im Prinzip gerne, ja. So, damit bedanken wir uns bei euch. Lasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal. Am besten haut uns noch ein Zehner raus hier in die Battle-App, die hier nochmal kommt. Wir müssen uns ja auch irgendwie erhalten und brauchen ständig neue Sachen oder müssen Zeug ersetzen und richten, damit wir euch diesen Service bieten können. Wir danken euch. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag noch und gebe das letzte Wort noch an Carsten. Ja, feiert die Jokers gern noch ein bisschen. Genießt den Sonntag. War ein schönes Spiel. Kann man jetzt gern mal noch eins drauf trinken. Wünsche euch was. Wir hören uns bestimmt wieder. Macht's gut.